Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit und herzlich willkommen zurück zum Godda Podcast, der Podcast, bei dem wir über den nervigen Sonic und seine total angenehmen Freunde reden. Genau, ja, in dieser Reihenfolge. Genau, in dieser Reihenfolge. Und wir, das sind einmal der liebevolle David, a.k.a. Dev. Ja, hallo. Und ich bin Steven, beziehungsweise Rookie, und wir sind große Sonic-Fans und machen das eigentlich jetzt schon viel zu lange, als gut für uns wäre. Ja, eindeutig. 3 Jahre und schon und counting, wir haben nicht vor aufzuhören. Ja, also, wenn ihr Lust habt, euch von alten Menschen Sonic-Weisheiten auf den Kopf formen zu lassen, dann seid ihr hier richtig gelandet. Ja. Und wir haben heute ein bisschen was vor, denn es gab einige News in dieser Woche. Einige große News, die so wie aus dem Nichts kamen. Ja, könnte man behaupten. Hätte ich nicht damit gerechnet mit gewissen Sachen. Dann ein kurzes Überraschungsdiskussionsthema für den lieben Dev. Ja, bin sehr gespannt. Wo ich ein bisschen mit überrumpeln werde, aber da mal kurz drüber zu sprechen, halte ich für gar nicht so unwichtig. Ja, ich bin gespannt und ich habe sehr, sehr Angst. Okay. Und dann haben wir natürlich unseren großen Abschluss der Sonic Unleashed-Diskussion, wo wir noch einmal über den Super Sonic-Kampf reden werden und das, was uns sonst noch drumherum einfällt, was wir vielleicht vergessen haben könnten. Mhm. Und ich würde sagen, starten wir doch einfach direkt mal mit dem großen Überraschungsthema für Dev. Oh, oh. Es ist nichts furchtbar Schlimmes, aber okay. Es gab ja eine Nintendo Direct in dieser Woche, wo viele coole Sachen angekündigt wurden, unter anderem eine Game Boy Advance Virtual Console. Genau. In Anführungsstrichen Virtual Console. Man kann jetzt Game Boy Advance-Spiele auf der Nintendo Switch spielen und Game Boy-Spiele. Und da haben Fans natürlich Hoffnung, dass dieses Mal vielleicht endlich die Sonic Advance-Teile auch außerhalb von Japan mal rausgebracht werden. Auf der Wii U war es ja Japan-only. Und vielleicht haben wir dieses Mal ja endlich Glück. Ja, das wäre sehr schön. Ich freue mich auch drauf. Ich würde sie echt gerne nochmal wieder spielen. Und Game Boy Advance ist dabei aber nur für Leute, die den Expansion Pass Plus, die den Expansion Pass von Nintendo Switch Online abonniert haben, so heißt das Ding. Genau, ja. Und die Game Boy Virtual Console ist natürlich für alle Nintendo Switch Online-Mitglieder verfügbar, allerdings wissen wir selbst, da gibt es keine Sonic-Spiele drauf. Ja, nö. Das war eine Generation zu früh. Ja, aber das so vielleicht als kleinen Einstieg zu Nintendo Direct. Und da wurde auch ein neuer Trailer zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom veröffentlicht. Genau. Ein Spiel, auf das natürlich die Spielerschaft sehr, sehr gehypt ist. Aber es wurde auch eine Debatte losgetreten dadurch, denn es wurde kurz vor der Nintendo Direct gelistet bei Händlern für $70 bzw. 70 Euro. Ja, stimmt. Ja, das war eine ziemliche Kontroverse. Genau, das ist nämlich eine echt große Kontroverse, weil das vielen Leuten zu viel für ein Spiel ist. Und genau das ist auch das Thema, worüber ich mit dir gerne ganz kurz diskutieren würde, ob du das genauso siehst, ob das zu viel für ein Spiel ist. Okay, ja, das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz. Und zwar, um jetzt nochmal zurück zu Breath of the Wild zu gehen, oder halt zu Tears of the Kingdom genau gesagt, die 70 Euro, die Preiserhöhung, oder genau gesagt die $70 Preiserhöhung, die betrifft ja jetzt eigentlich nur Amerika so richtig. Also hauptsächlich kommt die ganze Entrüstung aus dem amerikanischen Raum. Weil bei uns Breath of the Wild hat damals schon 70 Euro gekostet, hier in Europa. Und dementsprechend fährt Nintendo jetzt im Grunde nur diese Schiene mit dem Nachfolger auch weiter, dass es auch bei uns hoffentlich nur 70 Euro kostet. Ich hoffe, sie erhöhen den Preis nicht auf 80. Da muss ich aber kurz einhaken. Ich erinnere mich nicht, dass ich 70 Euro dafür bezahlt habe. Ich habe, glaube ich, 60 bezahlt. Ich glaube, bei mir waren es 70. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, im europäischen Raum waren es immer schon 70 Euro für Breath of the Wild. Wenn mich jetzt nicht irgendwas sehr hart täuscht. Weil ich habe auch mehr oder weniger gesehen in diesen ganzen Reaktionen von dieser Preiserhöhung, dass die europäischen Fans gesagt haben, oh, okay, für uns ändert sich dann eh nichts, weil Breath of the Wild war auch schon 70 Euro. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich es auch für 70 eben damals gekauft habe. Aber es ist Germany Launchpreis steht hier tatsächlich 70 Euro, aber ich glaube, das war doch nur der digitale Preis, oder? Vielleicht auch nur der digitale, das kann auch sein. Mir ist wirklich so, als hätte ich 60 bezahlt, aber vielleicht bin ich auch falsch, es ist, oh Gott, es ist viel zu lange her, fast 6 Jahre. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher. Und ich habe es damals überhaupt noch auf der Wii U gekauft, nicht auf der Switch. Also ja, ich auch. Switch kam danach. Kann es gut sein, dass die 70 Euro jetzt auch nur Switch-exklusiv waren, unter Anführungszeichen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es ist natürlich trotzdem eine Diskussion, die so richtig losgetreten wurde mit dem Launch oder mit der Ankündigung der PlayStation 5. Genau, ja. Weil da natürlich der Standardpreis 10 Euro höher war jetzt als überall sonst, nämlich bei 80 Euro.
Ja, und 80 Euro für ein Videospiel ist schon ziemlich heftig, würde ich jetzt sagen. Das ist also ziemlich heftig. Ich muss aber dazu halt sagen, ich finde es gerechtfertigt und wir müssen uns, glaube ich, auch von der Zeit verabschieden, wo Videospiele einfach einen konstanten Preis hatten. Gerade in aktuellen Zeiten, wo einfach alles teurer wird, dass Videospiele davon unberührt bleiben, halte ich irgendwie für einen Wunschtraum. Klar ist es super viel Geld, aber es kostet halt auch unheimlich viel Geld, das zu entwickeln. Das darf man ja auch nicht vergessen. Klar, natürlich. Also, aber das ist an sich auch so ein bisschen ein Industrieproblem, was ich da größtenteils sehe, mit der ganzen AAA-Industrie, dass einfach immer mehr Geld, immer mehr Ressourcen in immer hübschere und größere Spiele reingeworfen wird. Und ich irgendwie aber die Befürchtung habe, dass das mit der Zeit irgendwie nicht mehr tragbar für die Industrie wird. Dass dieses ganze System einfach so viel Geld wie möglich auf ganz gewisse Spiele zu schmeißen, in der Hoffnung, dass diese Spiele sich dann einfach millionenfach genug verkaufen, um jetzt eben ein bisschen Profit rauszuschlagen, dass dieses System irgendwann einknicken wird und irgendwann nicht mehr funktionieren wird. Und deswegen sehe ich das auch mit die 80 Euro pro Spiel, weil 80 Euro pro Spiel ist nicht wenig. Das sind fast 100 Euro. Das ist um einiges näher an 100 Euro, als es jetzt zum Beispiel früher 60 Euro waren. Und ich persönlich überlege mir jetzt stark, ob ich mir direkt zum Launch ein 80-Euro-Spiel hole. Das muss wirklich eine Reihe sein, die mich sehr stark interessiert, wo ich sage, ja, ich muss jetzt unbedingt den nächsten Teil spielen, weil 80 Euro ist einfach viel Geld. Und es ist auch aktuell viel Geld, wo eh schon alles teurer wird. Da jetzt 80 Euro nur für ein Spiel rauszuwerfen, was man dann vielleicht, keine Ahnung, 20 bis 30 Stunden spielt, je nachdem. Es ist ja, der Preis ist jetzt nicht einmal wirklich indikativ für die Länge des Spiels, weil zum Beispiel The Last of Us 2 hat damals auch so schon 80 Euro gekostet, wie es Sony rausgebracht hat. Und das Spiel ist, glaube ich, so in, keine Ahnung, 15 Stunden rum fertig. Und dann habe ich mir Elden Ring gekauft. Das war um die 60 Euro, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und in das Spiel habe ich dann 100 Stunden gesteckt. Und das ist da einfach, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da in der Hinsicht ein bisschen verdreht. Weil ich zahle teilweise mehr für ein Spiel, wo ich weniger Zeit verbringe, als für ein Spiel, wo ich extrem viele Stunden reinstecke, wo ich jetzt ein bisschen weniger gezahlt habe. Und das Spiel miteinander zu vergleichen anhand der Spielzeit finde ich aber auch schwierig, weil gerade jetzt Last of Us 2 und Elden Ring setzen ja doch einen sehr unterschiedlichen Fokus. Elden Ring hat einen ganz klaren Fokus auf das Gameplay, während The Last of Us einen ganz klaren Fokus auf die Story hat. Eben, das ist das Ding. Ja, auf die Story, auf die Präsentation und natürlich ist da dann in diesem Part extrem viel Geld reingeflossen und natürlich ist das Spiel dann teurer, entsprechend, weil Sony sich da wieder ein bisschen was gerne zurückholen würde, ja. Aber ja, das ist einfach für mich selbst zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt Fan der Reihe gewesen wäre, hätte ich nicht gewusst, ob ich Last of Us 2 jetzt direkt zum Launch geholt hätte. Ich bin kein Fan und ich habe keins dieser Spiele gespielt. Aber für 80 Euro muss ich mir das echt sehr hart überlegen. Mhm. 70 Euro ist auch schon heftig und wie gesagt, Tears of the Kingdom werde ich mir holen, genau wie ich mir damals Breath of the Wild geholt habe, weil ich einfach weiß, ich werde dieses Spiel wahrscheinlich sehr, sehr viele Stunden stecken, bis zu die 100 Stunden wahrscheinlich. Und dementsprechend ist mir das irgendwie auch wert, aber das würde ich definitiv nicht für jedes Spiel ausgeben. Da würde ich meine, bei dir ist es natürlich auch so, wenn du 100 Stunden in ein Spiel steckst, dann sitzt du da halt auch 8 Jahre dran, weil du hast nie Zeit für irgendwas. Eben, ja, dann rentiert es für mich einfach umso mehr. Sprich, du kaufst dann halt einmal ein Spiel, wo du 100 Stunden reinsteckst und dann für 8 Jahre erstmal kein Spiel mehr. Und das Ding ist auch jetzt, wenn wir mal nicht über Nintendo reden, weil bei Nintendo ist das eine ganz andere Sache, bei sehr vielen anderen Franchises, bei sehr vielen anderen Publishern ist es so, dass sehr schnell auch Sales auftauchen nach Launch. Mhm. Also ein Spiel ist jetzt zum Beispiel für 70 Euro raus, könnte aber 2 Monate später schon irgendwie auf 50 Euro runtergesetzt sein. Und das ist es mir dann fast wert, ein bisschen zu warten, weil erstens habe ich eh mehr als genug zu spielen. Ich muss jetzt nicht unbedingt zwingend jedes Spiel zum Launch haben, außer es ist eine Franchise, die mich extrem interessiert. Und zweitens, wie gesagt, die Sales kommen relativ schnell. Beispiel bei Mario und Rabbids, Sparks of Hope, Mario und Rabbids Sparks of Hope, das ich mir letztens zum Launch geholt habe, weil ich bin ein relativ großer Fan vom ersten Teil gewesen und habe den zweiten Teil dann auch gern gespielt, aber halt noch nicht so gar so viel gespielt. Ich habe nicht die Zeit dafür gehabt. Und irgendwie einen Monat nach Release war das Ding schon zur Hälfte zu haben und ich habe mir gedacht, whoops, ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen. Vielleicht sollte ich nicht ständig so ungeduldig sein bei Videospielen, da hätte ich mir ziemlich viel Geld erspart. Und das hat man bei vielen Reihen auch, dass wenn man einfach ein bisschen wartet, dass es dann billiger wird und dass man dann viel unbedenklicher zuschlagen kann. Ja, ich meine, man muss sich halt nur Sonic Frontiers angucken. Ja, genau. Was nach einer Woche irgendwie für 15 Euro oder so weniger im Sale war. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, das war dann Black Friday Sale und alles so. Genau, okay. Und Weihnachts-Sales natürlich auch, ja. Aber ich finde trotzdem, dass wir eben an einem Punkt sind,
wo ich denke, dass 60 bis 70 Euro für ein AAA-Game als Normalzustand gerechtfertigt sind irgendwo. Ich das weiß, ist natürlich dann immer ein bisschen persönliche Präferenz, ob man das Geld dafür ausgeben will und sowas. Und das ist auch völlig okay. Na? Aber wir müssen uns halt davon verabschieden, dass das halt alles billig ist. Und das ist eine Sache, da wollte ich halt einfach mal gerne deine Meinung zu hören. Naja, ja, wohl. Ich kann es verstehen, dass die Spiele teurer werden. Wobei, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Entwickler nehmen noch trotzdem genug ein, auch wenn sie die Spiele jetzt auf 70 Euro belassen würden. Aber okay, keine Ahnung. Gerade im Fall von Sony, glaube ich, Last of Us 2 hätte sich auch verdammt gut gekauft, um genug Profit rauszuschlagen, ohne das Spiel jetzt irgendwie zu erhöhen. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein bisschen verständlich, ein bisschen nachvollziehbar, dass die Spiele teurer werden, verstehe ich auch. Aber das schreckt mich persönlich so ein bisschen vom AAA-Markt ab. Und ich schaue dann eher in Richtung Indie-Spiele, weil da gibt es sehr viele tolle, charmante Spiele, die teilweise für 10 bis 20 Euro zu haben sind. Mhm. Oder zum Beispiel jetzt Hi-Fi Rush als aktuelles Beispiel, ist gratis im Game Pass und 30 Euro einfach so zu haben. Spielzeit mit der Story ungefähr 15 Stunden, aber ich habe die Zeit meines Lebens mit diesem Spiel. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele von 0 auf 100. Und ich habe 30 Euro dafür gezahlt und das war einfach ein verdammt guter Deal. Und das Gefühl, was mir Hi-Fi Rush für die 30 Euro gegeben hat, hat mir AAA-Spiele schon lange nicht mehr gegeben. Also das ist dann eher, meine Reaktion ist dann eher, okay, schaue ich halt mehr in Richtung Indies, mehr in Richtung kleinere Veröffentlichungen unter Anführungszeichen und schaue da einfach mir ein paar mehr Spiele an. Weil der Spielspaß ist mit diesen Spielen gleichgestellt, wenn nicht teilweise sogar größer. Wobei ich jetzt sagen muss, Hi-Fi Rush als Indie-Spiel zu bezeichnen, ist vielleicht doch ein bisschen weit hergeholt. Ja, das ist jetzt nicht ein Indie-Spiel, das stimmt. Also circa eine kleinere Veröffentlichungen halt von großen Publishern und Indie-Spieler ist vielleicht die bessere Bezeichnung. Hi-Fi Rush ist kein Indie-Spiel. Ne? Aber was halt ja im Internet viel, viel rumgeht, ist, dass sie einfach nur greedy sind und einfach nur das Geld vor Augen haben. Aber man muss sich halt wirklich man muss sich halt trotzdem bewusst machen, dass da riesige Entwicklerteams mittlerweile hinterstecken. Ich meine, ich joke gerne darüber, dass beispielsweise Sonic Colors 30 Minuten lange Credits hat, auch unnötig lang, 30 Minuten teilweise, aber dann schaue ich mir andere Spiele an, wie jetzt beispielsweise ein The Last of Us oder sogar die neuesten Pokémon-Spiele, so schrecklich sie gewesen sind, aber da ist so ein riesiges Team dran beteiligt. Eben, ja. Und das vergisst man, glaube ich, einfach sehr, sehr schnell, dass da eben sehr viele Menschen hinterstecken, die bezahlt werden müssen und die natürlich auch gute Arbeitsbedingungen haben sollen. Yep. Und ich finde das dann immer so, das sind halt häufig, merkt man, dass ähnliche Leute, nicht die gleichen Leute, aber die sich halt bei Blizzard sind die Arbeitsbedingungen so schlecht, und dann aber die Spiele alle natürlich für gratis haben wollen. Und das ist dann eine Sache, die finde ich schwierig. Ja, natürlich, ja. Gerade für jüngere Spieler und Spielerinnen ist es natürlich so, natürlich, da hat man einfach wesentlich weniger Geld zur Verfügung. Und ich sage, besonders bei denen, nicht ausschließlich, das ist mir auch klar, nicht falsch verstehen, bitte. Aber dann muss man halt vielleicht doch einfach mal den Weg gehen und sagen, okay, dann warte ich halt 1-2 Monate. Na eben, ja. Weil, wie gesagt, wenn man 1-2 Monate wartet, kriegt man das Spiel teilweise schon wirklich um einiges billiger. Je nach Reihe und je nach Publisher. Bei Nintendo wartet man da allerdings leider sehr, sehr lang. Ja. Gut, über Nintendo sprechen wir nicht so ausführlich. Das ist jetzt halt nur das, was das Öl ins Feuer gegossen hat. Aber ich möchte einfach ein bisschen auch Awareness schaffen, dass da eben riesige Teams hinterstecken und man eben nicht alles für gratis haben kann, weil die Leute müssen alle bezahlt werden, sie müssen fair bezahlt werden und es muss Geld in die Hand genommen werden, dass diese Leute gute Arbeitsbedingungen haben. Und das ist heutzutage leider nicht selbstverständlich, absolut nicht. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Entwickler sollen auf jeden Fall den Lohn kriegen, den sie verdienen. Und natürlich funktioniert das auch nur, wenn jetzt die Publisher genug Geld mit dem Spiel machen. Ne? Ich meine, es gibt natürlich Publisher, denen ich eiskalt abgeschworen habe, weil wie formuliere ich das jetzt, ohne dass es zu böse klingt, sie alle 5 Jahre den gleichen Einheitsbrei raus, oder jedes Jahr den gleichen Einheitsbrei rauswerfen, namentlich, ich umschiffe jetzt mal die richtigen Firmennamen, nennen wir sie einfach EB und Ubisoft. Ja, genau. Das wird niemand erkennen, das ist halt vollkommen anonym. Ich meine, Obi-Hart, sorry. Natürlich. Nein, also das sind halt, da bin ich mittlerweile so, die Spiele kaufe ich mir nicht mehr, weil ich weiß exakt, was ich kriegen werde, und ich kriege exakt dasselbe wie vor einem Jahr gefühlt. Ja. Es gibt aber durchaus auch Publisher, wo man eben
nicht dasselbe kriegt, wo man wirklich auch viel, wo man merkt, dass da viel Liebe, viel Herzblut reingeflossen ist, wie da, was du gesagt hast, Elden Ring beispielsweise. Mhm, genau, ja. Von From Software. Oder auch viele Marken, sei es von Nintendo, wobei Nintendo muss ich da leider schon mal ein bisschen in Klammern setzen aktuell. Ja, sieht man mit Pokémon leider, dass da die übliche Quality Control auch nicht mehr so bestehen scheint. Aber Sony, die ja auch durchaus sehr, sehr hochkarätige Produkte rausbringen an Spielen, genauso wie Microsoft. Also da muss ich sagen, wenn ihr gerne warten möchtet auf die Spiele, bis sie halt billiger sind, tut das. Da reißt euch keiner den Kopf für ab. Aber bitte regt euch nicht immer direkt von 0 auf 180 auf, wenn Spiele teurer werden. Weil es hat ja einen Grund, dass die teurer werden. Und der Grund ist nicht immer nur Geldgier. Nicht immer, aber wie gesagt. dafür wollte ich einfach ein bisschen Awareness schaffen. Klar, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es ist eben auch oft so. Und ja, du sagst jetzt, okay, man muss jetzt gerade wirklich überlegen, was man sich kauft, weil eben alles teurer wird. Aber wenn alles teurer wird, warum sollten Spiele auf demselben Level bleiben, wie sie vorher waren? Weil deren Entwicklungsprozesse werden auch teurer. Man mag es kaum glauben. Ja, natürlich. Wie gesagt, es ist einfach eine Konsequenz. Alles wird teurer. Also ja, auch werden Luxusgüter unter Anführungszeichen wie jetzt Videospiele natürlich auch ein bisschen teurer. Weil Inflation ist kacke, ja. Ja. Bin ich ganz bei euch. Aber man muss sich bis zu einem gewissen Grad halt auch irgendwo, ja, man muss sich darauf einstellen, dass wenn alles teurer wird, eben auch das Lieblings-Hobby-Medium teurer wird. Das führt keinen Weg dran vorbei, leider. Das ist trotzdem eine Welle, die alles mitreißt im Grunde. Aber ja, wie gesagt, ich persönlich, ich will nicht mal abstreiten, dass mir jetzt zum Beispiel ein Kingdom Hearts 4 80 Euro wert wäre, wenn es jetzt wirklich für 80 Euro rauskommen würde. Jetzt so als Beispiel. Du bist ja einer von diesen Kingdom Hearts Fans. Ich vergaß. So ziemlich. Da ist komplett durchgeknallt und ich liebe jede Sekunde davon. Aber ja, es ist halt nur bei sehr selektiven Reihen für mich. Extrem selektiv. Ich lege jetzt sicher nicht 80 Euro für jedes Spiel auf den Tisch, weil irgendwo kann ich das für mich selber nicht mehr nachvollziehen und nicht mehr leisten teilweise sogar. Vielleicht ist das aber auch eine Änderung, die dazu führt, dass Spiele keinen Backlog haben von 900 Spielen, die sie halt niemals mit der Kneifzange anfassen, so die sie dann kaufen, weil sie wollen es haben und dann spielen sie 5 Minuten und dann, oh, da ist ja schon das nächste Spiel draus. Ja. Also ich kenne niemanden, der das niemanden irgendwie in irgendeiner Form tut. Nein. Bin ich überhaupt nicht so beispielsweise, das würde ich niemals tun. Ich spiele alle meine Spiele natürlich durch. Also bitte. Ja, das kenne ich. Das könnte mir durchaus auch manchmal ein bisschen helfen, dass irgendein neuer Release rauskommt und ich einfach nö sage und einfach sage, ich spiele jetzt das Spiel durch, was ich irgendwie vor 5 Monaten gekauft habe und dann wieder liegen gelassen habe, weil irgendwas Neues gekommen ist. Mir hilft halt tatsächlich gerade das Steam Deck, dass ich mehr Spiele durchspiele, die ich mir tatsächlich kaufe, weil dann kann ich einfach auf der Couch liegen und das zocken. Ah ja, es ist um einiges bequemer. Das habe ich mit der Switch auch viel, ja, dass ich da nebenbei, wenn zum Beispiel im Hintergrund ein Stream läuft und dann verfolge ich so nebenbei, zocke ich auf der Switch einfach nebenbei ein bisschen was mit und irgendwas, wo ich jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit brauche. Und es hilft extrem dabei, mal bei manchen Spielen endlich weiterzukommen. Aber gut, soweit zu der Diskussion. Danke, dass du dieses Surprise-Thema mal schnell mitgemacht hast. Aber gerne, ist ein sehr gutes Thema, wie gesagt. Sehr relevantes Thema auch natürlich. Und jetzt kommen wir dann zu unserem News-Rückblick. Und da reden wir über ein Spiel, was schon längst keine 60 Euro mehr kostet, wie damals zum Launch. Ja. Nämlich über Sonic Frontiers. Und da haben wir natürlich die große Ankündigung bekommen, schon vergangenes Jahr, dass an 3 Erweiterungs-DLCs gearbeitet wird. Und ja, Morio Kishimoto hat dazu jetzt ein Update gegeben auf eine Twitter-Frage. Das ist jetzt wieder von Google aus dem Japanischen übersetzt. Also bitte entschuldigt, wenn das im Wortlaut etwas seltsam klingt. Wir entschuldigen uns, dass wir euch dazu gebracht haben, dass ihr auf das Update wartet. Die Produktion des ersten Updates ist im Climax. Also the production of the first series is in the climax. Also vom ersten Update. Die Entwicklung ist kurz vor der Fertigstellung. Er ist sich ganz sicher, dass wir Spaß daran haben werden. Und wir sollen uns nur noch ein kleines bisschen mehr gedulden. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Release vielleicht Richtung Ende des ersten Quartals sehen werden. Ich hoffe auch, ja. Und da ist ja, Gott, was war da alles drin? Der Fotomodus, der Music Player, glaube ich, und so Challenge-Missionen, glaube ich.
nicht mehr genau. Spezifizierte. Ja. Aber man sieht Boss Rush. Ja, im Preview-Bild sieht man halt Super Sonic, also kann man vielleicht mit so einer Art Boss Rush rechnen, die da auch mit inkludiert ist. Will ich hoffen. Ja, ich auch. Ja, damit. Aber ja, was ich an der Nachricht so ein bisschen faszinierend finde tatsächlich, ist, dass der DLC tatsächlich aktiv erst bearbeitet wird oder dass er dem DLC aktiv gearbeitet wird und dass er nicht schon fertig war und einfach nur ein bisschen nach hinten verschoben worden ist, um einfach die Lebenszeit des Spiels zu strecken. Sie arbeiten aktiv wirklich an diesen Updates und das finde ich, oder zumindest am ersten Update, und das finde ich durchaus auch also ein bisschen eine neue Info, ein bisschen überraschend. Meine Vermutung, ich glaube, ich habe sie damals ja auch schon ähnlich geäußert, war, dass das einfach gerade vom ersten Paket jetzt, dass das Inhalte sind, die einfach zum Release des Spiels noch nicht fertig waren, die fertig entwickelt werden mussten. Mhm. Den Story-DLC sehe ich schon fast als, hey, die Leute würden sich darüber freuen, das machen wir extra, deswegen kommt der auch erst zu spät. Genau, ja, also da bin ich stark davon ausgegangen, dass der noch nicht in der Entwicklung war, wie Sonic Frontiers rausgekommen ist. Aber sowas was wie der Fotomodus in der Entwicklung war. Sorry, ja. Sowas wie der Fotomodus und sowas gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass das einfach zum Release nicht stand, weil es in der Entwicklung des Hauptspiels nicht die höchste Prio hatte und deswegen zurückgestellt wurde und man dann gesagt hat, hey, das bringen wir einfach im Nachhinein raus. Und ja, dass die Lebenszeit des Spiels dadurch erhöht wird, ist halt ein netter Bonus einfach obendrauf, würde ich sagen. Mhm. Ja. Kann ich natürlich nicht bestätigen, aber ich gehe einfach mal stark davon aus. Ja, gerade ist auf jeden Fall eine gute Info, dass der DLC kurz vor der Fertigstellung ist, der erste. Und dass wir den bald erhalten werden. Und nur um es nochmal zu erwähnen, das sind alles gratis DLCs. Alle drei Updates sind vollkommen gratis. Und werden jedem Spieler von Sonic Frontiers mit Release dann direkt zur Verfügung gestellt. Ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich als Update kommt oder ob das wirklich ein gratis DLC ist. Das, also einfach die Art der Veröffentlichung. Das wäre noch interessant zu wissen, aber ich denke, es wird einfach ein Update sein. Ich schätze auch, es wird ein Update sein, weil warum das extra rausbringen, wenn es eh gratis ist? Super Sonic. Ja, ich meine, aber da hat es am Anfang gekostet, also das war... Ja, okay, dann sag ich Episode Shadow. Ja, okay, das ist vielleicht ein besseres Beispiel. So, Episode Shadow stand zum Launch da bereit und war ein gratis DLC und warum nicht einfach gleich ins Spiel packen? Ja, keine Ahnung. Ah, naja, Sonic Forces, wir reden nicht mehr darüber. Genau. Sondern wir machen weiter mit der nächsten News, denn natürlich haben... auch so ein, zwei Leute haben Sonic Frontiers tatsächlich gekauft. Ja, wir zwei unter anderem. Und wir haben jetzt eine Antwort darauf, wie oft es sich verkauft hat. Und total sind davon nicht vier oder fünf Kopien an mich gegangen. Ups. Oh, oh. Aber ja, wir haben nämlich ein kleines Verkaufszahlen-Update von Sonic Frontiers erhalten. Und dieses Update bezieht sich allerdings, ist noch eine Weile her, weil das bezieht sich auf den Ende von Dezember 2022. Und mit Ende Dezember 2022 hat sich Sonic Frontiers über 2,9 Millionen Mal verkauft, insgesamt. Und ja, das ist natürlich eine sehr starke Zahl. 2,9 Millionen Units am Ende Dezember 2022 kann man jetzt stark davon ausgehen, auch wenn es noch nicht bestätigt ist, dass wir schon längst über die 3 Millionen inzwischen drüber sind. Ja, 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 auf jeden Fall. Damit kann man auf jeden Fall rechnen, vor allem wenn man bedenkt, wie extrem schnell sich diese 3 Millionen zusammengekommen sind. Das war innerhalb von, ja, 1,5 Monate, könnte man sagen. Also ja, sehr stark. Sehr starkes Statement einfach, dass Sonic Frontiers so gut sich verkauft hat in den ersten 1,5 Monaten und jetzt inzwischen locker schon wahrscheinlich über die 3 Millionen ist und die 5 Millionen stehen irgendwie echt. Also die 5 Millionen sind relativ realistisch, was gewaltig große Verkaufszahlen für einen Sonic-Titel wären. So, kurz zur Einordnung, die Zahlen kommen aus dem aktuellen Quartalsbericht vom dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 von Sega. Mhm, genau. Und da haben wir später tatsächlich noch mehr. Oh, yep. Also bleibt gespannt und um euch die Überbrückungszeit, bis wir zu der News kommen, etwas angenehmer zu gestalten, gibt es jetzt brennende Farben in den Augen. Ja, yep, ganz genau. Und wir reden jetzt zum Glück nicht von der Nintendo Switch-Version, weil da haben die Farben tatsächlich in den Augen gebrannt, durch diesen einen Glitch, über den wir damals gesprochen haben. Ne, wir reden von der Steam-Version von Sonic Colors Ultimate. Und Steam-Version darum, weil das Spiel jetzt auf Steam released wurde vor ein paar Tagen. Das ist passiert am Dienstag, glaube ich, war es? Am letzten Montag. Okay. Ja, tatsächlich am Montag. Also am Montag ist das Spiel Sonic Colors Ultimate auf Steam rausgekommen, die PC-Version. Sie war vorher schon im Epic Game Store erhältlich und hat man sie da runterladen können, aber jetzt scheint der Exklusivdeal, den Sega mit Epic gehabt hat, abgelaufen zu sein.
Und das Spiel ist einfach auf Steam geshadowdroppt worden. Also wir haben keine Vorankündigung gehabt, wir haben nur immer wieder mal so die Updates gehabt, unter anderem von Katie, von der Social Media Managerin, dass Sonic Colors schon auf Steam irgendwann auftauchen wird. Aber aus heiterem Himmel war es am Montag dann der Fall und das ist natürlich cool. Und ja, einfach mal so, auch übrigens, es ist jetzt auf Steam und ich saß so da, bin so, was? Hä? Also wir haben ja vor ein paar Wochen erst drüber gesprochen, so dass das ja eigentlich nochmal so ein Ding wäre. Ja. Und da war ich so, ach, das kommt nicht mehr oder sowas. Irgendwie so, ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass das überhaupt noch bei Sega auf dem Schirm ist. Mhm. Und vielleicht war es ja auch schon ewig auf Steam, sie haben nur vergessen, den Knopf zu drücken oder so, wer weiß. Oh nein, deswegen der Shadow Drop. Aber Shadow ist doch gar nicht im Spiel, was? Ah ja, leider. In der DS-Version war er, immerhin. Ja, da war auch Big drin. Stimmt, und Blaze und Silver. Aber ja, zurück zum Sonic Colors Release auf Steam. Genau, ja. Und zwar, das Spiel ist da auf Steam für 40 Euro in der Standard-Edition und 45 Euro in der Digital Deluxe-Edition zu haben. Allerdings, wenn ihr ganz, ganz schnell seid nach diesem Podcast, es ist aktuell noch im Sale und zwar bis, Moment, wie lange geht es? Ich glaube leider nur noch bis morgen heute, Montag, 19 Uhr. Ja, also der Countdown auf Steam ist gerade 28 Stunden und 22 Minuten. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr noch die Chance, euch Sonic Colors Ultimate auf Steam wahrscheinlich ein bisschen billiger zu holen, wenn ihr schnell seid. Wenn ihr den Podcast zum Release hört. Wenn ihr den Podcast zum Release hört, natürlich, ja. Wenn ihr die Art von Spinach-Fans sind, die den Podcast sofort nach Release hören, dann habt ihr noch eine kleine Chance, dann werdet ihr damit belohnt. Aber ja, und mit Sonic Colors Ultimate gibt es noch weitere Sales, nämlich die gesamte Sonic-Franchise steht aktuell auf Steam eben im Sale und da gibt es für einige Spiele ziemlich gute Rabatte, bis zu 75% und unter anderem auch Sonic Frontiers kriegt da einen Rabatt von 30% und kostet aktuell 41 Euro. Und was ich noch, Team Sonic Racing für 10 Euro, Sonic Forces für 10 Euro. David, wir nennen dieses Spiel nicht. Ah ja, stimmt, sorry. Also unspezifiziertes Spiel, das vor 5 Jahren rausgekommen ist, um 10 Euro. Am 7. November. Ja. Sonic Origins auch schon für 22 Euro. Also das bekommt schon einen Rabatt von 50%. Und ja, yeah, Sonic Mania habe ich da auch gesehen. Sonic Mania, glaube ich. 10 Euro auch, ja. Sehr guter Deal. Und der DLC Sonic Mania Plus müsste wahrscheinlich 2,49 oder so kosten. Mhm. Genau, Encore DLC 2,49 Euro. Genau, ja. Also einige gute Prozente. Es ist jetzt leider, ich sehe in diesen Szenen leider nicht, wie lange der geht. Ich hoffe mal, er geht mindestens genauso lang wie jetzt der Sale. Das ist einfach der ganze Sale rund um Sonic. Der geht bis zum Montag 19 Uhr. Also bis heute 19 Uhr. Okay, also habt ihr auch noch die Chance, da vielleicht reinzuschauen und euch ein paar Sonic-Spiele für ziemlich verbilligt abzugreifen. Aber ja. Und aber kauft nicht Sonic Colors. Kauft euch lieber Sonic Frontiers oder so. Oh nee. Keine Kaufempfehlung von uns. Also von mir schon, aber von Rocky nicht. Nee, es geht da nicht mal um Sonic Colors selbst. Aber wenn ich mir die Overall-Reviews angucke, es ist mixed. So wie es auf Epic auch schon war. Weil einfach das Spiel hat wieder De Novo. Ja, yep, stimmt. Und De Novo ist etwas, naja, kritisch betrachtet in diversen Fanbases. Mhm, und das Spiel ist halt absolut modderunfreundlich. Das ist für, sagen wir es so, die Modder, wer sich jetzt erhofft, dass da viele Mods kommen, haben dieses Spiel schon vor, ja, im Prinzip 2 Wochen nach Release haben die das Spiel schon aufgegeben. Mhm. Weil es einfach ein katastrophaler Zustand war, aus richtig rein technischer Sicht, da wie das released wurde. Und macht euch da einfach keine Hoffnung. Wenn ihr gerne Sonic Colors Ultimate spielen möchtet, ja, dann kauft es euch, keine Frage. Mhm. Aber wer jetzt da wirklich das sich wegen Mods oder sowas holen möchte, macht es nicht. Ja, da wird wahrscheinlich nicht allzu viel kommen, ne? Allerdings noch wichtig zu erwähnen, es hat vollständige Steam Deck-Kompatibilität. Genau, ja. Allerdings muss ich da dazu sagen, das habe ich jetzt leider nicht von mir selbst. Ich habe kein Steam Deck, ich habe es auch nicht auf Steam. Aber ein Kumpel von mir hat gesagt, es ist zwar verifiziert auf dem Steam Deck, aber scheinbar spielt es sich auf dem Steam Deck nicht allzu gut. Also es hat ziemlich viele Hänger in der Framerate und ist ihm auf dem Steam Deck dann tatsächlich auch mal abgestürzt. Also hier will ich da auch nochmal vielleicht eine Vorsicht walten lassen, ob sich das auf dem Steam Deck wirklich ganz so gut spielt, wie es da jetzt auf der Seite aussieht mit verifiziert. Aber ja, das kann ich jetzt nicht aus eigenen Berichten sagen. Das war jetzt wirklich nur so ein Erfahrungsbericht von einem Kumpel, der mir das dann erzählt hat. Ich sehe hier tatsächlich gerade einen Thread, Steam Deck Performance, also der halt direkt auf Steam in dem Discussions-Tab ist.
Gib wohl einige Schluck auf, ein bisschen Schluck auf am Anfang von Levels. Framerate ist wohl besser, wenn man es auf 50 Hertz bzw. 50 FPS spielt. Mhm. Battery Power ist es wohl ein bisschen performanter, als wenn man Sonic Colors über den Dolphin-Emulator spielt. Wurde von der Person hier getestet. Mhm. Ja. Also es schreibt noch, it's definitely playable and beatable. Also man kann es auf jeden Fall spielen. Der nächste sagt aber direkt unplayable on Steam Deck. Ja, also die eigenen Erfahrungen könnten variieren, sowas so. Also es gibt verschiedene Meinungen dazu, aber ich vertraue eher denen, die ein bisschen ausführlicher darüber schreiben und auch Vergleiche ziehen können. Mhm. Ja, deswegen, okay, es sollte halbwegs passabel laufen, aber stellt euch auf ein paar Framerate-Drops und sowas ein. Genau, ein paar technische Probleme. Aber das ist Sonic Colors Ultimate eh schon von vornherein, also ändert sich nicht viel. Ja. Und Katie hat natürlich auf Social Media gefragt, hey, was sollen wir als nächstes releasen? Mhm, stimmt. Und da sehe ich für verschiedene Spiele sehr viel Liebe. Sonic Heroes wird sehr, sehr oft genannt. Sonic Riders ebenfalls. Ganz einfach, weil die beiden Spiele schon auf dem PC sind. Die müsste man einfach nur nochmal re-releasen eigentlich. Mit Widescreen-Support vermutlich. Genau, und vielleicht eine Steam-Version auch raufwerfen, weil sie sind leider auf Steam oder auf anderen Online-Marken. Ja, darum geht's ja. Genau darum geht's ja. Und Sonic Unleashed. Oh ja, Sonic Unleashed. Das sehe ich halt auch sehr, sehr häufig da in den Responses. Mhm. Würde ich 100% unterstützen, ja damit. Warte, ich muss jetzt mal gucken, weil es gab auch noch ein paar andere Honorable Mentions, wie man sagt. Ja, hier haben wir Sonic Unleashed, Sonic Heroes, Sonic Riders Zero Gravity. Sonic Unleashed, Sonic Unleashed, Sonic Unleashed, Sonic Unleashed. Sonic Pocket Adventure, interessant. Ui, wäre auch immer cool. Das ist eins der wenigen Sonic-Spiele, die ich auch noch nicht gespielt habe, weil sie einfach nichts zu haben sind. Auch ein paar bekannte Namen. Ich sehe hier Reggie Graham beispielsweise mit Unleashed. Hui, sehr schön. Prominente Unterstützung. PC-Port of Unleashed, Steam-Version of the old Sonic Heroes PC-Port. Also, es mittelt sich ein auf das, was schon auf dem PC ist, nur noch nicht auf Steam und Sonic Unleashed, glaube ich. Klar, ja. Und dann sehe ich hier auch noch natürlich Sonic Advance und die Storybook-Spiele. Shadow the Hedgehog, really? Warum nicht? Ich meine, her damit. Nee. Ja, nee. Weiß vielleicht ich nicht, Bruder, nicht als nee. Oberste Priorität. Nee. Aber ja, mal schauen, was draus wird. Sie hat auch auf einen Tweet geantwortet, so, wo es halt hieß, hey, was soll das jetzt heißen? Und dann so, keine Versprechen, aber wir schauen uns das an. Ja, also Feedback ist für Sega nach wie vor sehr wichtig und die Social Media Mitarbeiter leiten es dann auch an Sega weiter. Also ja, Sonic Colors Ultimate auf Steam und vielleicht kommen bald noch mehr Spiele. So Spiele, die sich alle gewünscht haben, wie damals, dass er damals released wurde, beispielsweise Sonic Lost World. Das wollte jeder auf dem PC haben, wir wissen es. Eindeutig, das war ein riesiger Wunsch. Mhm. Ich weiß nicht, warum Sega immer die Spiele re-released, die wir nicht haben wollen. Mein Bier ist jetzt ein bisschen oberflächlich. Es gibt sicher Fans, also, die diese Version wollten, aber ja. Ich rede schon von der Fanbase. Also Sonic Colors habe ich jetzt nicht unbedingt auf der Priority-Liste Nummer 1 gesehen, von dem, was Fans wollten. Sonic Lost World ist recht nicht damals. Mhm. Und die große PC-Offensive mit ganz, ganz vielen Re-Releases, die vermisse ich auch noch so ein bisschen. Ja. Die schon. So 2015 oder so angekündigt war. Ja. Also, I don't know. Mal schauen. Wir sind einfach gespannt. Ja. Und jetzt machen wir dann weiter mit einem anderen Spiel, was auf Steam gar nicht so gut ankam, aufgrund verschiedener Gründe. Und nicht nur auf Steam, sondern auch auf Konsolen. Aber trotzdem eigentlich ein sehr, sehr cooler Release ist, so meiner Ansicht nach. Mhm. Natürlich mit Verbesserungspotenzial. Und dieses Verbesserungspotenzial wird potenziell ausgeschöpft. Das war ein komischer Satz. Ja. Es geht um Sonic Origins, denn man mag es kaum glauben, aber es ist ein Eintrag aufgetaucht für Sonic Origins Plus. Das hat jetzt nämlich ein Rating in Korea bekommen. Also das Game Rating and Administration Committee von Korea hat Sonic Origins Plus plötzlich in die Liste bekommen. Und das deutet natürlich schon ein bisschen darauf hin, dass wir ähnlich wie bei Sonic Mania Plus einen erweiterten Release bekommen könnten oder einen DLC in was für einer Form auch immer. Und möglicherweise, das ist aber alles nur Spekulation bis hierhin, ein Retail-Release. Genau, auch wie bei Media, ja, wo Sonic Media Plus dann auch Retail rausgekommen ist. Ja,
Und ja, mehr wissen wir eigentlich noch nicht, außer es ist da aufgetaucht, ein Eintrag. Und jetzt aber mal an dich, David, die Frage. Wenn da jetzt wirklich ein Sonic Origins Plus ansteht mit einem DLC, für, sagen wir auch so wie bei Sonic Origins, 5-10 Euro Kostenpunkt. Mhm. Was hättest du gerne da drin? Oh ja, also was ich gerne drin hätte und was tatsächlich drin sein wird, sind wahrscheinlich sehr zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte, dann würde ich sagen, werf bitte die ganzen Game-Gear-Spiele nochmal rein. Danke, genau dasselbe habe ich nämlich auch gesagt. Ja, also ich hätte ganz gerne die ganzen Game-Gear-Spiele, also Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Chaos, Sonic Triple Trouble, die hätte ich ganz gern. Ich brauche die auch nicht in einer super angepassten Version mit Widescreen und whatever. Gib mir einfach irgendwie einen Emulator, damit ich die spielen kann, so wie damals in Sonic Adventure DX auf dem PC und auf dem Gamecube. So reicht mir das völlig. Ja, also das würde ich sehr gerne sehen, das würde mich freuen. Und keine Ahnung, solche Spin-Offs vielleicht, wie Sonic Spinball, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, wenn man die vielleicht noch irgendwie so mit ins Gesamtpaket reinwirft, wäre das auch sehr charmant, würde ich sehr begrüßen. Vielleicht Mean Machine würde mir übrigens der Game Gear Release im Zweifel auch reichen. Ja, stimmt auch, ja. Vielleicht sogar, keine Ahnung, Sonic 3D Blast, zumindest die Mega Drive-Version, eventuell. Also zusätzliche Spiele allgemein wären echt cool für Sonic Origins. Und ich brauche doch nicht mal wirklich ein großartiges Remaster oder ein großartiges Update, sondern es wäre einfach nett, mit Sonic Origins einfach eine allgemeine Plattform zu haben, wo man einen Großteil der damaligen Mega Drive-Spiele spielen kann. Ich werfe jetzt aber mal einen Gedanken rein. Kannst du jetzt unterstützen oder auch nicht, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wenn wir Sonic Origins Plus bekommen, dass wir über einen Punkt gar nicht diskutieren müssen, dass der mit drin sein wird. Und das sind Mighty und Ray. Hab ich schon, ja. Also ich hoffe mal, Mighty und Ray haben eine starke Chance. Ich würde auch die Daumen drücken, dass Amy vielleicht mal in spielbare Rolle mit dabei reinkommt. Das wäre auch sehr cool. Glaube ich tatsächlich nicht so stark. Ganz einfach, weil Mighty und Ray sind schon da im Prinzip. Die müssen halt copy-paste. Mehr und oder Amy weniger, ist halt noch nicht als spielbar da. Mehr oder weniger, weil Sonic Mania ist jetzt doch ein bisschen ein anderes Spiel als jetzt die alten Sonic-Klassiker. Aber es dürfte einfacher sein, die beiden reinzubringen, als einen komplett neuen Charakter nochmal zu erstellen mit neuem Moveset etc. Genau, das stimmt natürlich. Ja. Aber die Frage ist halt, ich persönlich frage mich ein bisschen, ob sie jetzt wirklich hergehen und diese alten Sonic-Klassiker so stark verändern, unter Anführungszeichen, dass sie da jetzt alternative Charaktere reinschmeißen. Das ist irgendwie so ein Gedanke, den ich habe, wo ich mir nicht sicher bin, ob Sega jetzt wirklich diese Klassiker auf diese Orten verändern will. Es wäre großartig, ich würde es sehr willkommen heißen, aber ich bin dann nicht so überzeugt wie viele andere Fans tatsächlich. Aber Tails in Sonic 1 war damals auch eine starke Veränderung beispielsweise. Natürlich, aber jetzt kein Grund, der dagegen spricht. Also das Argument verstehe ich halt gerade nicht ganz einfach. Keine Ahnung, vielleicht will Sega einfach nicht die Einigkeit dieser Sonic-Klassiker in irgendeiner Form mit neuen spielbaren Charakteren ankratzen, um für ein möglichst originelles Erlebnis zu sorgen. Nee, keine Ahnung. Die Heiligkeit dieser alten Spieler haben sie angekratzt, indem sie einen Müll-Release haben. Okay, ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart, aber das war nicht so sauber, wie es hätte sein können und müssen, meiner Meinung nach. Ja, stimmt allerdings. Und plus, wir haben Sonic the Hedgehog 1 auch auf dem Game Boy Advance mal gehabt, Sonic Genesis, also an diesem Spiel ist, glaube ich, nicht mehr unser Heilig. Wir haben das übrigens nicht gehabt. Das kam nämlich, oder kam es in Deutschland raus? Oh, keine Ahnung. Da wollte ich noch nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass es in Deutschland rauskam. Ja, na gut. Deswegen hieß es ja auch Sonic the Hedgehog Genesis und nicht Sonic the Hedgehog Mega Drive. Aha. Also ich glaube, das ist tatsächlich US-exklusiv gewesen, aber ja? Prove me gerne wrong. Ich habe keine Ahnung. Damals war ich noch nicht Mitglied von der Sonic-Franchise, also oder von der Sonic-Fanbase, also ich habe keine Idee. 2006? Nope. Also schon, aber das war mehr oder weniger so ein bisschen das Einstiegsjahr, wo ich irgendwie in die Franchise reingefunden habe, aber jetzt noch nicht irgendwie die ganzen News mit live verfolgt habe. Ja, ich finde jetzt gerade keine Info, aber es scheint wirklich nur Amerika gewesen zu sein, weil es gibt auch nur das, ich finde nur das amerikanische Game Boy Advance Box Art, wo das Advance ja so schwarz geschrieben wurde und nicht so metallisch wie bei uns. Ja. Aber ist ja auch egal. Ja. Oh, und was ich von der Plus-Version auch ganz gerne hätte, bitte tauscht die Lieder, die John Cena gemacht hat, aus. Bitte, bitte, bitte. Also für Sonic the Hedgehog 3. Sie sind ja, das nicht gut. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Sie sind weit hinter den Originalversionen hinten aus. Und selbst wenn man jetzt einfach nur die Beta-Tracks 1:1 übernommen hätte, hätten sie noch besser geklungen. Also bitte ein kleines Musik-Update für Sonic the Hedgehog 3. Das würde ich sehr willkommen heißen. Nein, also wenn, dann sollte man konsequent sein und alle Musiktracks austauschen. Oder das, ja, das wird auch gehen. Oh, nee. Dann klingen nämlich wenigstens alle furchtbar. Mhm. Nee, keine Ahnung, was da passiert ist.
Ich hätte die Beta-Tracks unverändert genommen und das hätte besser geklungen, ganz ehrlich. Aber ja, soweit zu Sonic Origins Plus. Das ist aber nicht das Einzige, was diese Woche neu war. Denn der Sonic Speed Simulator wurde auch einmal general überholt. Könnte man so sagen, ja. Und zwar gibt es ein riesengroßes Update vom Sonic Speed Simulator. Nämlich den Sonic Speed Simulator Reborn. Und ich sehe da gerade, der Twitter-Handle hat sich auch leicht verändert in diesem Zusammenhang. Das ist jetzt nämlich der Eggman Speed Simulator statt der Sonic Speed Simulator. Nein, der Handle ist immer noch Sonic Simulator. Du meinst den Namen. Oh, den Namen, ja, natürlich. Also der Name ist leicht angepasst worden, um eben auf dieses Event anzuspielen, das gerade für den Sonic Speed Simulator am Laufen ist. Und zwar in diesem Event, in diesem Reborn-Event, könnte man sagen, gibt es im Grunde neue angepasste Progression, also ein neues Fortschrittssystem, könnte man sagen. Ein komplett neues Chao-Sammelsystem. Wir haben jetzt Story-Quests, neue Features und Arten, den Sonic Speed Simulator zu spielen. Wird es nicht leider nicht so, ganz so stark drauf eingegangen. Es gibt drei brandneue, komplette neu designte Maps oder redesignte Maps, also komplett überarbeitete Maps. Und mit dabei ist auch ein neuer Bosskampf gegen Dr. Eggman. Und gerade beim Bosskampf kann ich mir nicht vorstellen, wie sich der spielt, weil ich glaube nicht, dass der Sonic Speed Simulator bis jetzt Bosskämpfe gehabt hat. Er hat nur Rennen gehabt, also so Wettrennen gegen AI und unter anderem auch gegen echte Spieler. Aber ein richtiges Boss-Battle, bin ich gespannt, wie sich das spielt. Ich schau mal, ich schau gerade ein Video an, tatsächlich. Ah, hast du jetzt gefunden? Ich hab ja, also Eggman hat wohl so eine Art Schild und greift ein bisschen mit so einem Laser an. Und man muss, man hat nur eine bestimmte Zeit, wie ich gerade sehe, weil gerade, wo ich dieses Video gucke, kommt so ein Out-of-Time-Fenster. Oh, okay. Dann muss man da so Boxen zerstören, um sein Schild lahmzulegen und dann die Homing-Attack auf Eggman spammen. Und irgendwann scheint es dann wohl vorbei zu sein. Okay. Das ist auch, glaube ich, ein Team-Effort-Dingens scheinbar. Also man kriegt den nicht alleine weg. So ähnlich. Ich gucke halt gerade nur nebenbei, ganz kurz klicke ich da mal durch, weil das Update kam auch heute erst. Da ist jetzt noch nicht so viel. Ich glaube, ich habe das Video auch gefunden. Ja. Da ist man wirklich in so einer runden Arena unterwegs. Ja. Das ist wirklich so ein Arena-Fight und nicht so ein Verfolgungskampf, wie man sie in der Sonic-Franchise immer wieder mal hat. Aber ja, ist nett. Für das, was das Sonic Speed Simulator ist. Mhm. Ist cool, dass Dr. Eggman da jetzt mal eine aktive Rolle mitspielt. Und ja, Sonic Speed Simulator ist ein offizielles Sonic-Projekt, entwickelt von GameFam Studios für Roblox. Und Roblox ist erhältlich für, keine Ahnung, Android, PC, für Xbox-Konsolen. Und kann Free-to-Play runtergeladen und gespielt werden. Also man kann in den Sonic Speed Simulator relativ easy einsteigen, wenn man wirklich sich das mal anschauen möchte. Und ja, vielleicht ist es für mich auch mal eine Motivation, jetzt wo Eggman irgendwie mit dabei ist als Bosskampf. Ja, dann tust du endlich mal was für diesen Podcast. Ja, genau. Dann kann ich endlich mal aus erster Hand über den Sonic Speed Simulator berichten, nachdem wir eh jede Woche drüber reden. Aber ja, auf jeden Fall ein riesiges Update für den Sonic Speed Simulator und könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Und jetzt kommen wir auch endlich zu der News bezüglich der Verkaufszahlen, die wir euch vorhin schon versprochen haben. Mhm. Denn auch ebenfalls aus dem Quartalsbericht wissen wir, dass Sonic im dritten Quartal vom Geschäftsjahr 2023, sprich von September bis Dezember, wenn ich nicht... Nee, warte. Oktober bis Dezember müsste es sein, oder? Ja, ich glaube. Ja, wird schon passen, grob. Hat das Sonic the Hedgehog-Franchise 4,9 Millionen Einheiten verkauft. Sprich, wenn man Frontiers rausrechnet, 2 Millionen Einheiten. Was wieder ein ganz guter Sprung ist. Denn damit hat das Sonic the Hedgehog-Franchise jetzt im Geschäftsjahr 2023 6,75 Millionen verkaufte Einheiten erwirtschaftet. Ja. Das nächste Update dazu, wie es dann für das komplette Geschäftsjahr aussieht, weil jetzt haben wir ja nur drei Quartale, bekommen wir vermutlich im April, weil Ende März sollte das Geschäftsjahr wieder enden. Genau. Und dann dürfen wir gespannt sein, gerade was die neuen Zahlen von Sonic Frontiers angeht und natürlich auch den Rest des Franchise. Mhm. Andere Franchises, die natürlich mit im Geschäftsbericht genannt wurden, waren Like a Dragon, was übrigens der neue Name von Yakuza ist. Genau, ja. Mit 1,73 Millionen verkauften Einheiten. Obwohl, nee, warte, ich bin, glaube ich, gerade verrutscht. Ja, ich habe das vertauscht. Oh mein Gott, in dem Quartal waren es 6,75 Millionen verkaufte Einheiten und die 4,9 Millionen Einheiten von Sonic bezogen sich auf dasselbe Quartal im vorherigen Geschäftsjahr. Genau, stimmt. Oh, das tut mir leid. Ja, das ist in der Liste jetzt ein bisschen seltsam aufgetaucht.
Tut mir leid, das habe ich vollkommen verwechselt. Also es ist einfach noch viel mehr. Na, stimmt, ja. Ja, und dann Like a Dragon, das Yakuza-Franchise, 1,73 Millionen im dritten Quartal und 2,5 Millionen waren es im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Dazu muss man sagen, es kam auch kein neues Spiel oder sowas raus. Das kommt jetzt aber bald. Like a Dragon Ishin müsste jetzt... Genau, Ende Februar, ja. Ende Februar, okay. Hm? Habe ich schon auf die Wunschliste gepackt, muss ich mir holen. Dann das Total War Franchise mit 1,75 Millionen im dritten Quartal, Vergleich Vorjahr 1,3 Millionen. Und Persona mit 2,04 Millionen verkauften Einheiten, Vergleich zum Vorjahr 1 Million. Also tut mir leid, dass ich die Werte gerade ein bisschen vertauscht habe, das passiert. Ja. Die Auflistung war doch etwas verwirrend. Mhm. Weil ich habe, David, du hast es ja auch wahrscheinlich gerade vor dir, ich habe die oberste Zeile betrachtet und da ist dann Fiscal Year 2023 und darunter stehen die Zahlen, dann Third Quarter und ja, darunter stehen die Zahlen. Aber dazwischen ist noch eine Zeile, die einfach komplett aus meinem Kopf verschwunden ist. Ja, stimmt schon, das ist ein bisschen schwer zu sehen, vor allem dann auf der rechten Seite. Und ja, also das Sonic-Franchise geht weiterhin sehr, sehr strong. Ja, extrem. Und die Highlights werden da auch nochmal für Sonic erwähnt, natürlich Sonic Frontiers, die da die Sales eben ziemlich hart nach oben gepusht haben im Vergleich zum Vorjahr. Oh ja. Fast 2 Millionen Verkäufe mehr im Grunde. Und Persona 5 Royal natürlich für das Persona-Franchise mit 1,3 Millionen verkauften Einheiten. Ja, Persona hat sich fast verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Oder es hat sich verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Also auch sehr stark. Und ja, soweit zu den Verkaufszahlen. Und jetzt wird es potenziell lecker. Potenziell? Ja. Ich kann mir noch nicht so viel darunter vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tatsächlich auch nicht, aber ich kenne es von sehr vielen anderen Videospiel-Franchises. Zum Beispiel Halo hat eines. Ich glaube, Zelda hatte auch eines mit Breath of the Wild. Ich meine auch, ja. Aber ich glaube, und zwar, die Rede ist von offiziellen Kochbüchern. Ja, zu vielen Videospielreihen gibt es inzwischen offizielle Kochbücher, wo einfach aus diesen Spielen bekannte Gerichte so ein bisschen zum Nachkochen einfach vorgestellt werden. Und ja, Sonic oder auch an die Spiele angelehnte Gerichte, weil bei Sonic gibt es da überhaupt mehr als Chili Dogs. Nicht so wirklich, ne. Man könnte vielleicht mit irgendeinem Minzgericht mit Tails und irgendwas mit Trauben mit Knuckles machen, aber ansonsten, man hat nicht ganz so viel Auswahl. Aber ja, Sonic the Hedgehog bekommt jetzt im Grunde auch ein offizielles Kochbuch, wo man sich Chili Dogs und weitere inspirierte Gerichte nachkochen kann zu Hause. Und dieses wird herausgebracht von Inside Editions. Und der voraussichtliche Release ist am Oktober 2023. Also dauert noch eine Weile, bis wir da im Grunde den Kochlöffel schwingen können. Aber mit dabei zum Beispiel sind, keine Ahnung, proteingebackte, energiegebende, witzige und leckere Rezepte, die man braucht. Genieß kulinare... Gott, ich übersetze es gerade eins zu eins. Genieß... Mach es einfach nicht. Ja, genieß einfach kulinarische Spezialitäten, inspiriert von Amy Tails, Sonic, Knuckles, whatever. Genau, ja, ich glaube, das ist besser. Und wie gesagt, von schnellen Snacks und leckeren Dinners ist alles dabei. Also es gibt wahrscheinlich Nachspeisen, Vorspeisen, Hauptspeisen, alles Mögliche. Und ja, ich werde vielleicht einmal reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt direkt kaufen werde, weil ich bin jetzt, muss ich zugeben, nicht der allergrößte Koch. Aber wäre vielleicht auch nicht. Mal vielleicht ein bisschen damit anzufangen, ein bisschen motiviert werden. Aber ja, kommt wie gesagt Oktober 23 raus. Ich glaube nicht, dass wir schon einen Preis haben, oder? Moment, ich schaue mal schnell auf der Amazon-Seite. Ah doch, einen Preis scheint es schon zu geben. Für das gebundene Buch sind es $30 und für die Kindle-Edition sind es aktuell $11,99. Und ja, auf Amazon kann man es auch schon vorbestellen. Es liefert zum Beispiel zumindest nach Österreich, also gehe ich stark davon aus, dass man das auch nach Deutschland liefern lassen kann, wenn einen das jetzt wirklich stark interessieren sollte. Und Amazon hat auch ein genaues Release-Datum, das ist der 17. Oktober dann. Mhm. Also ja, gibt's da... Oh, 50 plus Rezepte, also schon ordentlich was drin da. Wow, haben sie sich Mühe gemacht. Ich finde es faszinierend, wie gut vorbereitet du in diese Folge reingegangen bist. Du entdeckst gerade alles beim Lesen selbst neu. Ja, total. Wie gesagt, ich habe gehört, ja, es kommt ein Sonic-Kochbuch, aber ich habe mich da... Also, ja, vielmehr auch, habe ich auch nicht gemacht. Dementsprechend passiert das jetzt alles so ein bisschen live, aber nicht schlecht. Oh, die meisten Sachen kann man in unter 30 Minuten kochen. Das ist für mich ganz praktisch. Aber ja. Nette Sache auf jeden Fall. Wie gesagt, gibt es zu so vielen Reihen inzwischen schon. War nur eine Frage der Zeit, bis Sonic da auch irgendwo mit einsteigt, mit irgendwelchen Kochbüchern. Und jetzt kommen wir dann zur nächsten News. Und da kommen wir nochmal zurück auf die Nintendo Direct. Und das ist jetzt keine direkte Sonic-News, aber eine Sega-News. Denn ich hätte es nicht gedacht, dass wir das nochmal sehen.
Aber ein neues Samba de Amigo-Spiel wurde angekündigt. Genau, ja. Es heißt Samba de Amigo Party Central. Mhm. Und das ist für die Leute, die Samba de Amigo nicht kennen, das ist ein eigentlich recht bekanntes Sega-Franchise. Der letzte Teil kam allerdings auf der Wii. Ja, ist eine Weile her inzwischen. Und jetzt ist die Switch natürlich sehr dafür prädestiniert, dass man ein neues Rhythmusspiel rausbringt, weil man hat die Joy-Cons. Und es geht im Prinzip darum, die Maracas zu schwingen und das ja hat ein bisschen Just Dance-Vibes, nur mit Maracas vielleicht. Ja, genau. I don't know. Kommt hin. Und ja, man kann, es sind 40 Songs inkludiert, die im Prinzip so alle oder ganz, ganz viele Genres, die weltweit vertreten sind, umspannen. Also man hat jetzt nicht nur so typische Fiesta-Musik, sondern eben noch sehr, sehr viele andere Genres. Und mit 40 Songs ist man, glaube ich, auch schon bei einer ganz okayen Länge für ein Rhythmusspiel. Ja. Es gibt natürlich einen Online-Multiplayer, es gibt Minispiele und das Ganze steuert sich natürlich mit den Joy-Cons. Man kann den Charakter customizen und im Prinzip, ja, das ist Samba de Amigo Party Central. Kommt im Juni 2023 exklusiv für Nintendo Switch raus. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass das mal wieder ein Sega-Franchise ist, was wiederbelebt wird. Oh ja. Aber ich bin sehr, sehr sauer, dass es mal wieder nicht Jet Set Radio ist. Ja, stimmt. Ich meine, für die Summer der Amiga-Fans kann man sich natürlich trotzdem freuen, dass die jetzt ein neues Spiel kriegen. Es ist trotz allem eine sehr populäre Reihe, soweit ich das mitbekommen habe. Sehr viele Fans. Ja, aber Jet Set Radio... Ah ja, Jet Set Radio wäre auch mal nett. Hätte ich auch nichts dagegen. Ich bitte darum. Irgendwann, vielleicht. Also, falls ihr Bock habt auf ein neues Samba de Amigo-Spiel, auch wenn ihr ihn vielleicht nur aus den Sonic and All-Stars Racing-Teilen kennt, weil da war er auch immer vertreten. Genau. Ist es vielleicht einen Blick wert, weil die bunten Stages hatten doch immer was für sich und haben mir persönlich Lust auf mehr gemacht. Ich kam nur irgendwie nie dazu und dem Spiel werde ich aber vielleicht mal eine Chance geben. Vielleicht spielen wir es sogar mal im Stream. Mal schauen. Mal schauen, ja. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da wahrscheinlich irgendwie so Sonic-Content auch mit dabei ist, so Kostüme vielleicht, weil es gibt ja ein ganzes Customization-Feature, dass da irgendwie Sonic-Kostüme entweder Base-Game oder bei DLC noch mit ins Spiel kommen, dass da eine kleine Kollaboration entsteht, wo ja bei Monkey Ball auch der Fall. Man sieht, glaube ich, sogar schon eins, wenn mich nicht alles täuscht. Echt? Ah, okay. ich schick dir den Screenshot mal rüber. Im Customization-Menü oben links direkt das sieht aus wie ein Chao-Pullover. Ja, yeah, es hat so ein bisschen den, es hat so einen leichten Chao-Vibe. Es könnte ein Chao sein, stimmt. Vielleicht täusche ich mich, aber für mich sieht es halt einfach aus wie ein Chao-Kopf. Mhm. Und ja, das ist Samba de Amigo und als nächstes kommen wir zu IDW. Ganz genau. Und zwar bei IDW muss ich mich entschuldigen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, vergessen, auf den neuesten Comic-Release so ein bisschen einzugehen. Nämlich, ja, passiert allen, auch mir scheinbar. Und zwar, wir hatten einen neuen Comic-Release, der letzten Mittwoch rausgekommen ist. Das habe ich auch ein bisschen aus dem Schirm verloren, dass das so schnell war. Nämlich Sonic the Hedgehog, Ausgabe Nummer 57. Und diese Ausgabe Nummer 57 ist im Grunde der Start einer mehrteiligen Angriffsreihe, wo Sonic und seine Freunde im Grunde die Imperial City, die neue Hauptstadt von Dr. Eggman, angreifen. Und in dieser Ausgabe ganz stark im Fokus stehen im Grunde Tang und Whisper natürlich, zusammen mit Sonic, und ein neuer Charakter, nämlich Lanolin, das Schaf. Und Lanolin kennt man aus vorherigen IDW-Ausgaben immer so ein bisschen als Hintergrundcharakter, aber sie hatte nie wirklich eine aktive Rolle. Und das wollen sie jetzt scheinbar mit dieser neuen Arc ändern und sie so ein bisschen in den Fokus rücken. Und das finde ich cool, wenn einfach so Hintergrundcharaktere, die immer wieder mal zwischendurch in Ausgaben auftauchen, dass die dann plötzlich einfach wirklich aktiv dann mitmischen dürfen, so von der Fanbase so ein bisschen bemerkt werden und dann tatsächlich irgendwie mitmischen. Das finde ich immer ein cooles Detail, das gefällt mir. Mhm. Aber ja, wie dieser Angriff dann läuft oder wie dieser Angriff startet, genau gesagt, sehen wir dann in dieser Ausgabe. Und ebenfalls neu rausgekommen ist ein neues Paperback, nämlich das Paperback im Grunde Battle for the Empire, müsste es heißen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Moment, ich sollte vielleicht den Tweet nochmal aufmachen. Genau, Battle for the Empire, das ist im Grunde die Ausgabe oder die Ausgaben rund um Ausgabe Nummer 50. Ich muss jetzt einmal ganz kurz reinschauen, welche Ausgaben inkludiert sind, aber es sind auf jeden Fall die große Jubiläumsausgabe, die Nummer 50, die im letzten Juli rausgekommen ist. Und ob jetzt irgendwie noch weitere mit dabei sind, ich schau mal ganz schnell rein. Genau, weil auf Amazon sind die zum Glück auch immer mit dabei. Hashtag noch Sponsors, ja, aber Amazon ist bei uns leider eine der leichtesten Möglichkeiten, diese Paperbacks zu erhalten. Und ja,
Ausgabe Nummer 50 ist drin. Diese Ausgabe gibt es natürlich in Doppellänge. Die war eine ziemlich große Ausgabe. Und mit dabei ist dann noch Ausgabe Nummer 51 und das 22 Free Comic Book Day Special Deep Trouble. Und sogar das 2022 Annual. Also, wow. Es gibt jetzt nur zwei Teile von der Hauptreihe, aber Free Comic Book Day ist mit dabei und das gesamte 2022 Annual. Also kriegt man da trotzdem einiges an Comic-Futter mit dieser Ausgabe. Ja, vor allem Ausgabe 50 war ja ewig lang auch. Eben, ja, wie gesagt, in Doppellänge, ja. Und ja, ist aktuell draußen, oder seit 7. Februar ist es draußen, kann man sich holen. Große Empfehlung meinerseits, Ausgabe 50 war fantastisch gut. Eine extrem tolle Ausgabe. Und ja, auf Amazon ist es zu haben im Taschenbuch für 15,29 $ und auf Kindle für 11,99 $. Und wie gesagt, Amazon in der Hinsicht auch relativ gut, um sich die Sachen einfach schön zu importieren und direkt physisch für relativ wenige Kosten herliefern zu lassen. So hole ich mir zum Beispiel immer die Paperbacks von diesen ganzen Nebenreihen, wo jetzt Scram die Geile zum Beispiel vor kurzem fertig geworden ist. Und da warte ich aber da gibt es ja noch nicht das Paperback zu. Leider nicht, da warte ich noch drauf. Das sollte, glaube ich, Richtung Sommer dann auftauchen. Aber zumindest die anderen Ausgaben, also die anderen Miniserien, die letzte, Imposter Syndrome, hat auch schon Paperbacks und die kann man sich auch bei Amazon nach wie vor, glaube ich, relativ gut bestellen. Jupp, ist noch verfügbar. Ah ja, dazu ein kleines Comic-Update. Miniserie, wissen wir jetzt leider nicht, wie es weitergeht. Also Scrapnik Island ist, wie gesagt, vorbei. Eine neue Miniserie ist jetzt noch nicht angekündigt, aber rechne ich damit, dass sicher noch eine kommen wird im Laufe der Zeit. Und Ausgabe Nummer 58 sollte dann eigentlich Anfang März weitergehen. Ich schaue jetzt ganz schnell nochmal rauf, damit wir da vielleicht schon mal ein ungefähres Datum haben. Ja, genau. Voraussichtliches Release-Datum am 8. März. Also in genau einem Monat geht es dann wirklich weiter. Ah ja, soviel zu den Comics. Und jetzt geht es weiter mit neuem Merchandise aus aller Welt, das wir hoffentlich natürlich auch hierzulande bekommen werden. Ja. Und den Beginn machen neue Nendoroids. Von der Firma, wie heißen sie? Goodsmile, von der Goodsmile Company. Nanodroids sind halt kleine Figürchen, wo wir Sonic, glaube ich, 2013 bekommen haben. Ist eine gute Weile her, ja. Ist eine ganz gute Weile her. Gibt schon ewig. Und die ist auch wirklich gut gemacht, aber die hat mir gefallen. Und davon gibt es jetzt auch eine Ankündigung für Tails, sogar schon mit einem kleinen Preview-Bild, wo er noch uneingefärbt da ist. Mhm. Es ist scheinbar Modern Tails, wenn ich so von der Augenfarbe her urteile. Ja, aber also, klein und niedlich. Das war mit Sonic auch schon der Fall. Ja, es war so. Modern Sonic, aber mit so gewissen Classic-Proportionen so eher auf klein und niedlich getrieben. Ja. Und die Ankündigung für Knuckles haben wir ebenfalls, allerdings nur mit einem kleinen gezeichneten Bild. Mhm. Was aber ein neues Artwork ist für ihn, oder? Ich habe das noch nie gesehen. Echt? Ich glaube, das müsste eigentlich ein bekanntes sein. Also das kommt mir sehr unbekannt vor. Ist ja nicht so wichtig. Naja, mir kommt es eher bekannt vor, aber kann sein, dass ich mich auch täusche. Und ja, die ganzen, wann sie rauskommen, wissen wir nicht. Mhm. Und auch nicht, wo sie rauskommen. Aber ich nehme an, der Sonic Nendoroid, der war in Deutschland damals verfügbar, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sollte dann dieses Mal auch wieder der Fall sein, denke ich. Glaube ich schon, ja. Also den Sonic Nendoroid hat man wirklich auch empfehlen. Auch viele Varianten haben können. Ich glaube, der war sogar teilweise mal im Sega-Shop, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Und falls ihr eher Sonic Adventure 2-Fans seid und da eine neue Statue haben wollt, hat der David nochmal was für euch. Ganz genau. Und zwar reden wir jetzt nochmal von dieser S-Fire-Statue. Wir haben da auch schon früher ein bisschen was drüber erwähnt. Und die Entwicklung von dieser Statue geht munter weiter. Und wir haben jetzt im Grunde ein neues Preview dieser Statue erhalten. Die Statue, es ist im Grunde eine Sonic Adventure 2 Statue. Man sieht einfach Sonic und Shadow im Hintergrund, eine zerstörte Straße und so blau-rote Energie schwingt da um Sonic und Shadow herum. Ist eine echt verdammt coole Statue. Mir selbst gefällt sie sehr gut. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viel die dann kosten wird. Aber ja, diese Statue haben wir jetzt nochmal in aktualisierter Form erhalten. Und da sind ein paar kleine Änderungen passiert. Zum Beispiel die Ringe und Shadow sind jetzt ein bisschen goldener gemacht worden, habe ich gelesen. Und Sonics Schuhe wurden auch angepasst. Das sind jetzt die Soap-Schuhe, wie man sie aus Sonic Frontiers kennt, also in der Sonic Frontiers-Version. Und die Statue hat auch ein relativ eindeutiges Sonic Adventure 2-Branding jetzt nochmal erhalten. Also ja, nettes Update. Und mit diesem Update, also die Updates sind alle bei Sega Official gepostet worden. Und mit diesem Update haben wir jetzt auch die Info erhalten, dass man diese Statue dann ab Sommer 2023 reservieren kann. Und ja, dann werden da die Vorbestellungen starten. Da werden wir dann auch hoffentlich einen ganz genauen Preis erhalten von dieser Statue, weil ich glaube nicht, dass der bis jetzt bekannt ist. Ich habe zumindest jetzt nichts gefunden, wie ich so ein bisschen nebenbei gesucht habe. Aber ja, ist eine extrem coole Statue und ich will sie haben. Ich will sie unbedingt haben und sie wird sehr teuer werden und mal schauen, ob ich mir das leisten kann.
Und wenn es dir dann doch ein bisschen zu teuer ist, dann wäre es ja eigentlich ein guter Moment, um einfach zu ertrinken. Ja, genau. Ertrinken in Kosten, natürlich. Ich möchte ja nicht, oder, dass der liebe David stirbt, ansonsten müsste ich diesen Podcast ja alleine machen. Ja, das geht gar nicht. Aber das ist natürlich trotzdem eine Überleitung zu unserer nächsten News aus der Kategorie Kurioses. Das kommt nämlich von T-Lopes und der hat einen kleinen Dance-Remix gemacht zur Ertrinken-Melodie in Sonic 1, 2 und 3 and Knuckles. Da sehen wir Sonic in der Labyrinth Zone, wie er langsam aber sicher ertrinkt und dabei etwas genervt aussieht. Und wenn es dann kurz davor ist, geht natürlich der Dance-Remix los. Ja. Und mir ist so, als hätte ich den schon mal gehört, aber für mich war er jetzt irgendwie, es hat sich trotzdem neu angefühlt, ich war mir nicht sicher. Aber das ist halt aus irgendeinem alten Werbespot, wo man dann Sonic als DJ sieht, Tails tanzend, Amy tanzend. Ja, ist ein ganz bekannter Werbespot, damals zur Dreamcast, glaube ich, war das. Also damit ist die auch Dreamcast so ein bisschen beworben worden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und Dr. Eggman ist da auch am Tanzen. Genau, ja. Und ja, das ist einfach ein 40-Sekunden-Clip, den ich euch sehr empfehlen kann. T-Lopes hat ja auch schon sehr viel Musik für Sonic-Spiele gemacht, unter anderem ganz prominent natürlich Sonic Mania. Und deswegen ist das ja schon so, ich will nicht sagen offiziell, aber es kommt aus einer Richtung, dass man schon bald vielleicht solche Melodien im Spiel hören könnte. Wer weiß, ja. Also es ist ähnlich wie zum Beispiel die ganzen Weihnachtsartworks, die Evan Stanley gezeichnet hat, die ja offizielle Zeichnerin jetzt für die Sonic-Comics auch ist und Schreiberin. Aber die das natürlich dann als Fan-Artworks gemacht hat und nicht auf offizieller Ebene. Ich glaube, aber es wäre schon cool, wenn T-Lopes das irgendwie als Gag dann in irgendein Spiel mal einbaut. Das wäre witzig. Das wäre großartig, ja. Und ja, das war's mit unserem News-Rückblick. Hier nochmal ein kurzer Abriss über alles, was passiert ist. Der erste Sonic Frontiers DLC ist kurz vor der Fertigstellung und Sonic Frontiers hat sich bis Ende Dezember 2,9 Millionen Mal verkauft. Sonic Colors Ultimate könnt ihr jetzt auf Steam kaufen. Sonic Origins Plus könnt ihr vielleicht auch bald kaufen, denn das wurde auf dem Gaming-Rating-Board in Korea gelistet. Der Sonic Speed Simulator hat ein Reborn-Update unter anderem mit einem Bosskampf gegen Dr. Eggman bekommen. Das Sonic-Franchise hat sich über 6 Millionen Mal verkauft im dritten Quartal Geschäftsjahr 2023. Ich muss das noch anpassen, weil da steht noch 4,9 Millionen Mal, aber ich bin nur dumm. Ein Sonic-Kochbuch wurde angekündigt mit vielen Gerichten rund um Sonic und seine nervigen Freunde. Samba de Amigo Party Central, ein neues Spiel mit Samba de Amigo oder aus der Samba de Amigo-Reihe, wurde in der Nintendo Direct ebenfalls angekündigt. Dann haben wir IDW Sonic Nummer 57 bekommen, den neuen Comic am letzten Mittwoch und Volume 13 direkt mit dazu, das Paperback. Wir haben die Ankündigung von Nenodroids von Tails und Knuckles sowie neue Bilder zur S-Fire Sonic Adventure 2 Statue und eine Ertrinken-Melodie als Dance-Remix von T-Lopes. Sehr schön. Ordentlich welche News wieder. Ja, und wir haben uns viel zu lange damit aufgehalten. Wir sind schon bei über einer Stunde wieder. Ja, es war sehr viele News, über die wir wieder sehr viel reden haben können. Also. Und deswegen kommen wir jetzt natürlich ohne Umschweife zu Sonic Unleashed und dem großen Finale der Diskussion zwischen uns beiden. Genau, ja. Denn Terminus von unserem Discord-Server, langjähriges Mitglied unserer Community, hat auch noch ein paar Sachen zu Sonic Unleashed loszuwerden. Das kommt dann in einer weiteren Folge zu einem späteren Zeitpunkt. Wir wissen noch nicht genau wann, weil unsere Zeitpläne alle etwas schwierig sind, aber ja, das kriegen wir bald hin. Und ja, was uns bei Sonic Unleashed eigentlich nur noch fehlt, abgesehen von natürlich der kleinen beschissenen Version, über die wir irgendwann vielleicht auch mal diskutieren werden. Ja, eventuell. Ist der Bosskampf gegen Dark Gaia, das große Finale des Spiels mit einer absolut grandiosen Cutscene, nachdem der Egg Dragoon besiegt wurde. Genau. Weggeschnipst wurde? Weggeschnipst? Nein, weggeschnipst wurde nicht der Egg Dragoon. Der war tot von uns. Ach, stimmt, ja, aber Eggman wurde dann weggeschnipst. Und der Bosskampf ist natürlich in drei große Phasen unterteilt. Einmal der Gaia-Kolossus-Teil, über den ich einiges zu sagen habe. Ja. Viel Positives gehe ich mal davon aus. Total viel Positives. Mhm. Ja, ja, nein. Dann natürlich den Platforming-Teil, wo Sonic so schnell wie möglich Dark Gaias Auge zerstören muss, um Chip zu retten.
Aha. Oder den Gaia Colossus zu retten. Und dann natürlich das große Supersonic-Finale, das etwas anders abgelaufen ist als die bisherigen. Mhm. Aber ja, wie wir das finden, dazu kommen wir gleich. Starten wir doch erstmal mit dem Gaia Colossus. Ja, wir müssen das Schlimmste zuerst aus dem Weg schaffen. Das ist das Schlimmste zuerst, damit wir zu den besseren Sachen kommen können. Ja. Erstmal müsst ihr wissen, zwischen dem Gaia Colossus und dem Platforming Tail wird immer hin und her gewechselt, für die Leute, die es jetzt nicht gespielt haben unter euch. Genau, ihr habt deshalb fließender Wechsel ständig. Das ist in der kleinen Version anders. In der kleinen Version hat man erst dreimal Gaia Colossus, dann die Platforming-Teile und dann das Ende, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, hoffentlich. Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass das so war. Und man hatte beim Platforming-Teil kein Zeitlimit. Okay, ja. Huh. Aber ansonsten war der Platforming-Teil übrigens, das war derselbe Levelaufbau. Genau, ja. Nur also mit einem anderen Boost. Das kann ich mich erinnern, dass der Levelaufbau zumindest sehr ähnlich war. Das einzige Mal im Spiel. Ja, und der Gaia-Colossus-Teil, der ist halt, man schwebt mit dem Gaia-Colossus über dem Erdkern auf Dark Gaia zu. Mhm. Der Gaia-Colossus übrigens ist Chip, der einfach mal alle Tempel von der Erde gerufen hat, die dann zu einem riesigen Kolossus geworden sind. Die Kodess ist ein Megasort oder irgendwo in der Art. Also, ja, es ist schon wild. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich wirklich darüber reden will, wie unlogisch dieses ganze Konstrukt ist und dass sich dann niemand wundert nach dem Finale, wo die ganzen Tempel hin sind und warum die Tempel plötzlich durch die Luft fliegen. Und ich meine, die Leute wundern sich ja aktiv, weil man sieht in dieser Cutscene auch, wie die Tempel dann plötzlich anfangen wegzufliegen und die Leute stehen ganz verwundert irgendwie davor. Ja, aber sie kommen halt auch nie zurück. Eben, ja, die Tempel verschwinden einfach. Auf Wiedersehen. Also man kann vielleicht schon raushören, dass der Gaia Colossus wirklich nicht mein Liebling ist. Ja. Sowohl rein aus logischer Sicht finde ich das Ding halt einfach falsch. Storytechnisch ergibt es bis zu einem gewissen Grad ergibt es auch Sinn, dass das so funktioniert, aber ich finde es irgendwie nicht gut. Irgendwie ein interessanter Twist zumindest, dass die ganzen Tempel, wo man die Chaos Emeralds aktiviert hat, dass die tatsächlich noch einen anderen Nutzen haben, nämlich um den riesigen Koloss für Chip zu basteln, den er dann steuern kann. Also die Idee finde ich an sich nicht schlecht. Es hat irgendwie was, aber ja. Es war eigentlich bloß ein Plot-Device, um die Chaos Emeralds zum Erdkern zu kriegen. Genau, ja. Ich bin doch mal ehrlich. Ja, stimmt. Und wenn die Chaos Emeralds dann eh schon da sind, die Chip bestimmt auch hätte so rufen können, warum dann nicht den Gaia Colossus-Part einfach durch einen Supersonic-Teil ersetzen? Mhm. Wo man dem Laser und den Geschossen von Dark Gaia ausweichen muss, während man auf das Vieh zufliegt. Ja. Das wäre halt keine Riesenänderung gewesen. Gut, man hätte den Platforming-Teil wahrscheinlich dann nicht mehr so gehabt, aber... Ja, also das Problem am Dark Gaia Colossus ist einfach, er ist extrem schwerfällig. Man fliegt einfach geradeaus auf Dark Gaia zu, also gameplay-technisch, und Dark Gaia schmeißt einen Laser entgegen, Dark Gaia schmeißt einen so Feuerbälle entgegen und man muss die halt entweder ausweichen, was erstens sehr schwerfällig ist, blocken, was noch halbwegs funktioniert, das dauert nicht so lang, oder man schlägt die Hindernisse, vor allem die Feuerbälle, einfach direkt weg. Was aber da ist das Timing halt echt. Das Timing ist so spezifisch und so schwerfällig, weil man drückt den Knopf und der Gaia Colossus holt aus, schlägt zu und es gibt einen Delay von guten 3 bis 5 Sekunden, bis dann tatsächlich zugeschlagen wird. Und das am Anfang vorauszusehen, wann dann wirklich der Block weggeschlagen werden kann, das Timing vermasselt jeder, weil das kann man nicht vorhersehen, wie extrem lang das eigentlich dauert. Man muss dann wirklich sehr viel erstmal üben und sehr viel erstmal probieren, bis man das Timing dann im Blut hat, ob wann man die Blöcke wegschlagen kann. Und teilweise muss man sie wegschlagen, weil man hat ja auch ein Zeitlimit, um Dark Gaia zu erreichen. Weil wenn man es ihn nicht rechtzeitig erreicht, dann ist die Lebensleiste irgendwann weg, weil der Laser einfach trotzdem sehr viel Schaden macht. Ja, und teilweise wirft er einfach so die Steine, dass man da einfach nicht mehr ausweichen kann. Ja, eben, dass man sie wegschlagen muss oder man blockt sie halt, aber blocken nimmt halt auch Zeit weg. Und blocken ist, glaube ich, bei den Steinen gar nicht so sinnvoll. Eben, ja, es ist leider nicht so sinnvoll. Also es ist viel besser, sie wegzuschlagen. Also ja, Also hätte man das einmal gemacht, fein. Aber man muss diese ganze Prozedur 3-mal durchmachen und sie wird halt immer schwerer. Ja. Aber schwerer ist halt eigentlich nur eine schöne Umschreibung für, es wird halt immer nerviger und scheißiger. Das ist einfach wieder so ein typischer Sonic-Genre-Shift, den es am Ende absolut nicht gebraucht hätte. Wo man einfach komplett anderes Gameplay hat und komplett andere Steuerung, komplett andere Mechaniken. Ich möchte gerne argumentieren, dass das durchaus ja in Teilen angelehnt ist an den Werehog, den wir rein storytechnisch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen konnten. Ja.
Weil, ja, vom Werehog wurden halt die Kräfte weggezogen. Das heißt, Sonic verwandelt sich nicht mehr. Mhm. Und das Gameplay ist ja schon auch ähnlich, mal abgesehen davon, dass der Werehog nicht fliegen kann. Aber so Schlagen, ja. Blocken, die Basics vom Werehog sind irgendwie da. Sein ein bisschen da, ja. Also ich glaube, sie wollten da einfach nochmal irgendwas Ähnliches bauen, was halt einfach nicht gut geglückt ist. Also ein großer Genre-Shift war es in dem Fall nicht, weil es halt, ja, aligned mit dem Rest des Spiels war es. War, also es war dann nicht plötzlich ein Shoot'em-up oder so. Nee, nee, also nicht so extrem, aber ja. Aber das ist halt einfach nicht so geglückt, wie sie es sich, glaube ich, vorgestellt haben. Und um da jetzt irgendwie nochmal so eine kleine Verbindung zur kleinen Version zu ziehen, mir gefällt dieser Kampf in der kleinen Version um einiges besser, weil in der kleinen Version haben sie einfach Punch-Out draus gemacht. Es war nicht, du musst da Gaia jetzt dann extrem schnell erreichen, sondern man hat 1-1 Kampf gegen Dark Gaia und es, man hat einfach ein Punch-Out-System, dass man den Schlägen ausweichen muss und dann zuschlagen muss. Und klar, es ist auch noch extrem schwerfällig. Es ist nicht so snappy und flüssig, wie jetzt Punch-Out normalerweise ist. Aber es ist um einiges spaßiger für mich. Auch ein kompletter Genre-Shift, das will ich nicht abstreiten, aber es ist um einiges spaßiger und das, keine Ahnung, ich hätte es bevorzugt, dass man da irgendwie das auch für die große Version so umgesetzt hätte, dass man einfach einen 1-1 direkten Kampf gegen Dark Gaia hat. Anstatt dass man jedes Mal erreichen muss und wenn man ihn erreicht hat, dann eh nur Knöpfe mashen muss, was auch nicht ganz so aufregend ist. Ja, und dann wird da der Gaia Colossus halt gegriffen mit der immer selben Soundspur von Chip, so und dann ist Sonic so, don't worry Chip, I'll rescue you. Und dann kommt halt der Platforming-Teil und rinse and repeat over and over and over again. Genau, ja. Und der Platforming-Teil ist okay. Ich persönlich finde es nett, dass man im Sonic-Finalkampf auch tatsächlich so ein bisschen übliches Sonic-Gameplay plötzlich drin hat. Passiert nicht immer. Und dementsprechend finde ich es auch gut, dass man da einfach wirklich ein bisschen durch die Gegend rasen kann und einfach das einsetzen kann in diesem Finalkampf, das man im Rest des Spiels, beim Rest des Spiels schon gelernt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist halt die große Inspiration für Perfect Chaos dann in Sonic Generations gewesen. Ja, kann gut sein, ja, weil Perfect Chaos war ja dann auch, war das Sonic-Gameplay wirklich sehr stark ein Teil, ja. So, nimm das Zeitlimit weg und dann hast du halt eigentlich etwas, was in der Essenz der gleiche Bosskampf ist. Diese Platforming-Teile im Dark Gaia-Bosskampf und Perfect Chaos in Sonic Generations. Mhm. Finde ich nett, dass das dann irgendwie die Grundlage für den Kampf war. Weil damals sind ja auch sowieso alle ausgeflippt, so, oh mein Gott, man kann Perfect Chaos ohne Super Sonic machen. Holy shit, wie geil. Yep. War ich auch einer davon, muss ich ehrlich gestehen. Aha, ist schon cool. Ja, hat einfach was. Hat was, ja. Das Einzige, was mich an dieser Sektion stört, ist das extrem knappe Zeitlimit. Weil ein einziger blöder Fehler irgendwo mal drüber stolpern und man schafft es im Grunde nicht, weil das Zeitlimit einfach so extrem tight ist, dass ja, man darf sich im Grunde keinen Fehler leisten und die meisten Spieler werden gerade in Sachen Sonic-Gameplay, in Sachen Modern Sonic Unleashed-Gameplay einfach nicht dieses Level beim ersten Versuch schon acen, weil es geht schnell und da sind einfach Hindernisse, die sieht man teilweise nicht wirklich kommen. Ich gehe da aber gerne zurück auf das, was ich zu Eggman Land schon gesagt habe. Gut, Eggman Land, klar, ist das schwerste Level, was wir haben, aber hier ist jetzt wieder so dieser Punkt, man muss halt das unter Beweis stellen, was man das ganze Spiel über gelernt hat. Schnelle Reflexe, man muss da schnell durchkommen. Ja. Man muss ein bisschen vorausschauen, das Level planen. Das ist nicht ganz gut umgesetzt, weil teilweise musst du die Passagen tatsächlich kennen, um zu wissen, okay, welche Passage ist jetzt kürzer? Wo sammelst du vielleicht noch ein Leben ein und sowas? Ja. Aber die Grundidee, dass man das halt nimmt als, hier, setz jetzt das ein, was du mit Modern Sonic das Spiel über gelernt hast. Die Grundidee dahinter finde ich cool. Die Grundidee ist gut, ja. Wie gesagt, ich wünschte nur, sie hätten das Timing ein bisschen angepasst. Ja. Sie hätten vielleicht 1-2 Fehler mehr erlaubt und man hätte es halt trotzdem noch geschafft. Und dann am Ende halt vielleicht einen etwas schlechteren Rang erhalten. Weil wenn man da nicht perfekt durchzischt, man verliert sehr schnell sehr viele Leben. Und was passiert, wenn man alle Leben verloren hat? Game over, den ganzen Boss nochmal starten. Ganz egal, ob man jetzt bei der dritten Phase erst draufgegangen ist, also kurz vor Super Sonic oder bei der allerersten Phase. Um das ein bisschen vorwegzugreifen an der Stelle mal, man bekommt beim ersten Abschluss von Perfect Dark Gaia überhaupt gar keinen Rang. Das ist nur nebenbei, ja. Ich glaube, da gibt es ja erst, wenn man den nochmal dann macht. Ja, genau. Das Ende von der Story ist, ja. Aber ja, es ist, weil, wie gesagt, die Plattform-Sequenzen werden ja auch kontinuierlich schwerer.
Und dann wird es vielen Spielern passieren, dass sie irgendwie in der dritten Phase dann sterben und plötzlich müssen sie den ganzen Kampf nochmal machen, weil Game Over. Und der Kampf ist eh schon so extrem lang gezogen durch die Gaia-Colossus-Phasen. Also das fühlt sich nicht gut an, in dem Kampf Game Over zu kriegen und dann im Grunde nochmal alles zu machen. Ja, aber ansonsten... wäre einfach schön gewesen, wenn das Timing nicht so extrem knapp gewesen wäre. Ja, aber ich finde auch, das hat... in meinem Stream bin ich ja auch dauernd... oder in unserem Stream bin ich ja auch dauernd verreckt da. In dem letzten Abschnitt, glaube ich, ganz besonders. Ja. Und ich muss aber sagen, dass das schon... auch so eine Art Hype-Gefühl ist, wenn da halt dann plötzlich alles anfängt zu wackeln und sowas. Und du bist so, oh mein Gott, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen, ich muss mich beeilen. Das ist schon ein richtig geiles Gefühl. Es ist schon Nervenkitzel, wenn man es dann irgendwie ganz knapp noch schafft. Und ich glaube, das ist uns im Stream ja wirklich auch passiert, dass wirklich in der letzten Sekunde hast du noch den Sprung geschafft. Ja, das war sehr, sehr cool. Kleiner Arschloch-Move dann am Ende. Man hat auch ein QTE am Ende noch. Und wenn man das vermasselt, ist man auch gestorben, ganz egal, ob man es in der Zeit geschafft hat. Ja, aber das QTE war nicht schwer, glaube ich. Es ist nicht übermäßig schwer, es ist nicht Eggman-Style, wo man irgendwie, keine Ahnung, fast 10 Befehle hat. Aber klar, es ist noch so ein kleiner, fieser Move am Ende von dem Ding, wo man potenziell auch drauf gekommen, wenn man sich sehr schnell reagiert. Ja, aber wenn man Sonic Unleashed komplett durchgespielt hat, dann sollte man langsam den Controller kennen, hoffe ich. Ja, stimmt schon, ja. Aber ja, das so die Platforming-Sektion... Wie gesagt, in der Kernidee super geil, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Zeitlimit natürlich nervig und ein bisschen hart knapp, hat man in der kleinen Version nicht. Grundlegend mag ich die aber sehr, sehr gern. Und ich hätte sowas gerne auch mal wieder. Ja, eindeutig. Also der Plattform-Part war wirklich das Beste an dieser ersten Phase vom Kopf. Ja, und hat man das ganze geile Kolossus und Platforming-Part dann schließlich dreimal überlebt? Und hat noch nicht alle Leben verloren, kommt natürlich der Bosskampf, bei dem man beim ersten Mal ganz auf jeden Fall ein paar Mal sterben wird. Könnte sein, ja. Nämlich erstmal CGI-Cutscene, die einfach großartig aussieht. Und jedes Mal, wenn Perfect Dark Gaia da seine Glubscher aufmacht, denke ich mir, holy shit, sieht das weird aus, als würde es eine überdimensionierte Brille tragen. Ja, die Szene ist allgemein sehr... Keine Ahnung, also haben viele Fans schon angemerkt, die Szene ist allgemein einfach sehr düster, sehr, keine Ahnung, grässlich auch in dem Sinn, wie dann plötzlich die ganzen Tentakel aus Dark Guy herauskommen oder die ganzen Arme und das ganze grüne Blut überall. Es wirkt teilweise echt so ein bisschen mehr wie ein Resident Evil Monster als wie ein Sonic Monster in diesem Moment. Aber es ist halt trotzdem so eine coole Cutscene und es sieht so fucking gut aus. Sie sieht gut aus, ja. Es ist nur ein bisschen überraschend brutal, diese Szene in dem Sinn ist. Naja, das Spiel ist ab 12. Ja, brutal im Sinne auch, man greift Dark Gaia mitten im Auge an mit Sonic, was ja auch scheiße wehtun muss bei den Plattformsequenzen. Also ist extrem cool inszeniert alles, aber es ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen extrem für diese Franchise an gewissen Stellen, was nichts Schlechtes sein muss, würde ich natürlich auch sagen. Ja, aber Sonic wird natürlich zu Super Sonic. Und das ist ein Super Sonic in etwas anders. Man hat kein Ringlimit. Ja. Sondern das Ringlimit ist, oder falls man es schafft, Ringe einzusammeln, die übrigens nur da sind, wenn man ein Stückchen nach rechts fliegt am Anfang, die sieht man sonst quasi nicht. Ja. Das ist das sehr fiese. Die fungieren als Lebensleiste, so wie es beim Werehog der Fall gewesen ist. Heißt, man startet mit einer relativ niedrigen Lebensleiste und füllt sie im Prinzip einmal komplett auf. Ja. Ist auch nicht schwer, aber man muss halt wissen, dass die Ringe da ein kleines Stückchen rechts sind, weil wenn man einfach nur geradeaus fliegt, was so der Impuls ist, dann wird man da nicht so viel Erfolg haben. Ja. Und dann kommt wirklich ein Final Bosskampf, den man so in dieser Form vorher nicht hatte und auch nie wieder hatte. Ja. Weil Dark Gaia hat sich in ein Schild gehüllt und Chip mit dem Gaia Colossus geht in diesen Schild rein. Und unsere Aufgabe ist es dann, weil Chip die ganze Zeit K.O. genockt wird, diesen Schild zu zerstören. Ja. Und gleichzeitig müssen wir aber darauf achten, dass Chip nicht stirbt. Eben. Und das ist die große Herausforderung an dem Ding. Ja, genau, ja. Also Chip wird halt wirklich alle 10 Sekunden oder so, ist ja ohnmächtig. Und dann muss man eben so diese Schlangen, die aus dem Schild kommen, die Dark Gaia immer mal wieder zurückzieht, die muss man halt dann töten mit 3 Treffern. Genau, ja. Und das ist halt eigentlich ganz cool gemacht. Also man bewegt sich nur auf diesem Schild. Mhm. Ich hatte schon meinen Spaß daran, aber für einen Super Sonic-Kampf vielleicht etwas underwhelming. Weil ich habe das Gefühl, dass Sonic nicht der Main-Player in diesem Kampf ist, was ja auch durch die Story klar wird, aber nur weil es durch die Story klar wird, muss ich es nicht mögen, sagen wir es mal so.
Eben schon, ja, größtenteils spielt man eigentlich nur die Unterstützung für Chip und man greift Dark Gaia auch bis zum Ende eigentlich nicht direkt an. Und wenn man ihn dann am Ende angreift, ist es ein QTE, die berüchtigte Drück, glaube ich, 60 mal X-Szene. Ich glaube 70 mal. Oder 70 mal sogar, ich hab irgend sowas. Und dann sitzt man halt da und spammt diesen Button und ist so, au, meine Finger tun weh. Ja, das ist nicht so hype, wie es inszeniert wird. Nope. Aber ja, der Kampf an sich gefällt mir ganz ehrlich gut. Für mich ist es einer der besseren Super Sonic Fights tatsächlich. Weil, keine Ahnung, ich mag es einfach, an dieser Barriere rumzudüsen und die ganzen Tentakel zu finden und die Tentakel dann anzugreifen. Und ich finde es auch, keine Ahnung, ich finde es auch symbolisch relativ interessant, weil man düst mit Super Sonic jetzt im Grunde um so eine Art Globus, Sonic World Adventure. Und dementsprechend finde ich den Kampf auch von dieser Perspektive so ein bisschen interessant. Weil anstatt, dass Sonic jetzt über die Erde düst er einfach nur über so ein rundes Schild, aber es fühlt sich irgendwie ähnlich an. Und dementsprechend gefällt mir der Kampf auch symbolisch relativ gut. Aber ja, yeah, er ist nicht perfekt und ich finde es einfach nicht cool, dass man in dem Kampf nebenbei noch Babysitter für Chip spielen muss. Weil es ist um einiges einfacher, dass Chip einfach wegstirbt, anstatt dass Sonic wegstirbt. Weil bei Sonic ist es relativ easy, den ganzen Tentakeln halbwegs auszuweichen, wenn man irgendwie auf das Schild achtet und wie dieses Schild dann die ganzen Leuchteffekte bekommt, wo man dann sieht, okay, da wird Dark Guy jetzt bald angreifen. Das ist um einiges leichter, aber Chip dann nebenbei noch zu beschützen, das ist der Part, der mir dann nicht so gut gefällt, weil das fühlt sich einfach ein bisschen zu viel an. Es ist so schon heftig genug, einfach mit Sonic durch dieses Schild zu düsen und die ganzen Tentakel zu erwischen und dann Chip nebenbei auch noch beschützen zu müssen. Ich mag's nicht. Wobei man Chip ja nicht mal aktiv geht, beschützt. Na eben, das ist jetzt man Ding. Ist einfach nur schnell, damit er nicht stirbt. Genau, ja, es ist im Grunde ein glorifiziertes Zeitlimit. Ein Zeitlimit, das man in anderen Super Sonic Fights eh schon so hat, indem man einfach die Ringe begrenzt sind und laufend abnehmen. Das hat man hier nicht direkt, aber da wäre ein solches System irgendwie besser gewesen, kommt mir vor. Dass man einfach von den Ringen her wieder ein bisschen einfach ein Zeitlimit hat und auch die Möglichkeit hat, auf dieser Barriere dann Ringe aufzusammeln, um die Zeit dann zu erhöhen. Keine Ahnung, der ganze Chip-Part von diesem Kampf ist eher underwhelming, weil ich mag es einfach nicht, wenn ich am Kampf irgendwie jetzt verliere, ohne dass ich selbst dafür verantwortlich war, weil ich mein Zeitlimit oder meine Ringe jetzt nicht wirklich gut im Auge gehabt habe. I don't know, das ist der Part, der mir nicht gefällt. Aber an sich, vom gameplay-technischen Part her, finde ich es einfach witzig, mit Sonic durch diese Barriere oder über diese Barriere zu düsen und einfach die Tentakel wegzusmacken. Der Gameplay-Part ist spaßig für mich und ist auch der spaßigste Part an diesem Kampf für mich. Sehe ich anders. Also ich mag den Gameplay-Part auch, keine Frage. Aber der spaßigste oder der coolste Part an diesem ganzen Kampf für mich ist eher die komplette Inszenierung. Okay, ja, ich meine, wenn wir jetzt vom Gameplay weggehen, der Kampf ist sehr gut inszeniert, das auf jeden Fall. Er kann halt auf keinen Fall kann der für mich mithalten mit dem Egg Dragoon, weil da im freien Fall gegen Eggman zu kämpfen, finde ich halt einfach nochmal eine Spur cooler. Yep. Aber das hier fühlt sich wirklich dann wie der Abschluss an. So, jetzt kommt nochmal alles zusammen. Wir sind hier auf dem, wir kämpfen hier auf dem Erdkern quasi. Ja. Yep. Gegen ein Supermonster mit einem anderen Supermonster. Mhm. Und das ist halt einfach eine sehr coole Finalstimmung, die ich, wie gesagt, beim Egg Dragoon irgendwie cooler fand, aber die hier trotzdem nicht zu unterschätzen ist, dass das halt schon ein bisschen Hype ist. Ich meine, wann haben wir mit Sonic schon mal auf dem Erdkern gekämpft? Ja. Ich meine, man ist ständig im Weltall, aber im Erdkern einmal. Obwohl, Sonic Rush Adventure hat was sehr Ähnliches damit gemacht, tatsächlich. Und das war in einem Vulkan. Das war in einem Vulkan, aber die Implizierung ist halt auch, dass man relativ nah am Erdkern war von diesem Planeten. Aber ja. Das war ja nicht unser Planet. Eben, ja. Es ist doch ein bisschen ein ungewohntes Setting, dass es irgendwie mal tief in die Erde geht, anstatt wieder ins Weltall, wie die meisten Super Sonic-Kämpfe. Aber nee, also die Inszenierung, will ich auf jeden Fall zustimmen, ist echt gut gemacht in dem Fight. Ja. Und ja, das Gameplay, ich sehe durchaus die Kritikpunkte, die man daran haben kann. Ich habe daran auch so einige Kritikpunkte. Spaß gemacht hat es mir dennoch. Also ich fand das halt nicht so schlimm, wie viele es darstellen. Ich sehe aber durchaus, es hat halt seine Schwächen ganz einfach. So, da kann man auch nichts mehr gegen machen. Die haben da ihre Idee umsetzen wollen, das ist fein. Ob man das jetzt mag oder nicht, muss man dann eben wissen. Genau, ja. Das ist leider ein sehr oftes Problem, also ein sehr reguläres Problem von dieser Franchise, dass der Endkampf nicht immer allzu gut gelungen ist. Und Sonic Unleashed will ich da jetzt auch nicht als Ausnahme sehen. Es ist spaßiger wie manche anderen Super Sonic-Kämpfe, aber das macht es jetzt nicht herausragend gut in irgendeiner Form. Es ist okay in dem Fall.
Also für mich ist es immer noch eines, wie gesagt, der besseren Final-Boss-Dinger vom Sonic-Franchise. Es kann halt, also ich glaube, das ist halt etwas, was Sonic in 3D einfach noch nicht so richtig gefunden hat, wie man einen richtigen Final-Boss macht. Mit Sonic Frontiers ist es jetzt meiner Meinung nach erstmalig so, dass wir eine Richtung haben, in die es gehen kann. Mit den Super-Sonic-Boss-Kämpfen, die sind halt viel zu einfach, keine Frage. Aber da haben wir erstmalig, glaube ich, einen 3D-Supersonic-Bosskampf gesehen, der echt funktioniert. Ja. Also ich liebe Perfect Chaos. Ich finde auch das Final Hazard, finde ich, ja, jetzt nicht schlimm, aber da finde ich Perfect Chaos halt deutlich besser. Same, ja. Allerdings muss ich sagen, dass Supersonic in 3D halt nie so richtig gezündet hat dann im Gameplay-Aspekt. Ja. Genau, das ist das Ding. Sega hat einfach so lang, oder Sonic Team genau gesagt, hat so lang nicht hingekriegt, Super Sonic in 3D sich einfach gameplay-technisch gut anfühlen zu lassen. Sie sind hin und wieder ein bisschen näher rangekommen und in den zweiten Teilen haben sie es auch ein paar Mal geschafft schon. Oder Dims unter anderem hat es auch ein paar Mal geschafft. Es geht ja gerade um 3D, David. Natürlich, ja, aber 3D eben, das ist ja das Ding. In 2D haben sie es hingekriegt, aber in 3D war das immer ein Problem. Bis eigentlich Sonic Generations. Wo dann wir das letzte Mal einen Super Sonic Fight hatten und dann haben sie eh damit aufgehört, weil sie Generations war ja haben. Absolut furchtbar. Eben, ja. Also, und ich Grüße gehen jetzt raus an Terminus. Es tut mir leid, dass ich es sagen muss, aber gameplay-technisch war auch Perfect Chaos eigentlich ziemlich am Murks, weil du nie einschätzen konntest, bist du jetzt wirklich schnell genug oder ab wann bist du schnell genug, um halt wirklich zu treffen. Klar, wenn die goldene Barriere halt vorne um einen rum ist, dann ist man auf jeden Fall schnell genug. Aber man wurde halt dauernd irgendwie ausgebremst. Das war nervig. Und Final Hazard, holy shit, was das für ein Steuerungsmurks war, was man da hatte. Sorry, fand ich echt scheiße. Der Kopf war extrem schwierig zu kontrollieren. Großartig inszeniert natürlich auch, aber... Oh ja, das keine Frage. Sowohl Perfect Chaos als auch Final Hazard. Fantastische Inszenierung. Ja, aber gameplay-technisch. Also Perfect Chaos hat da eher noch funktioniert. Final Hazard war irgendwie einfach, keine Ahnung. Da bin ich, in diesen Kampf habe ich nie wirklich reingefunden. Dann dasselbe mit Sonic Heroes eigentlich. Der Super Sonic-Kampf war auch furchtbar. Mhm. Shadow the Hedgehog, da habe ich nur noch wenig Erinnerungen dran. Ich erinnere mich daran, dass es vermutlich das Beste vom Spiel war. Aber keine Ahnung, ich habe letztens einen Stream geschaut, wo dieser Finalkampf auch nochmal gespielt worden ist. Er ist ziemlich grauenhaft. Ja, ich erinnere mich nur wenig dran. Allerdings habe ich das eigentlich eher positiv in Erinnerung, aber da mag ich mich irren. Nein. Sonic 06, gerade im Stream beendet. Grauenhaft. reden wir nicht drüber. Ja, reden wir nicht drüber. Und dann halt Sonic Unleashed. Und mit den Titeln, die wir gerade genannt haben, die halt vorher kamen, ist das schon mitunter das Beste, wenn ich das so sehe. Ja, ich und danach wurde es halt nur wieder beschissener. Ja, mit Sonic Generations, wie gesagt, was einer der allerschlechtesten Super Sonic Fights überhaupt ist. Wobei, Colors DS war auch in 3D. Und ich meine, der hat halbwegs funktioniert? Fragezeichen. Ja, war relativ okay. Ja. Ich glaube, der hat so ein bisschen das Perfect Chaos Prinzip gehabt, dass man den Boss einfach erreichen hat müssen und schnell genug sein müssen dafür, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich glaube auch. Mhm. Also das war quasi der Teil vor der Barriere, diese 2 Sekunden, die man da spielt. Das als einzelner Bosskampf. Oh, Sonic Rush Adventure war eigentlich auch ein 3D-Fight, könnte man jetzt argumentieren. Naja, es war top-down. Top also, down, ja. Das hatte mehr von dem Shoot'em-up in Sonic Frontiers als von einem 3D-Sonic-Bosskampf. Daher hatten sie die Idee, okay, stimmt. Aber der Fight in Rush Adventure hat mir auch extrem gut gefallen. Ja, wirklich, so 3D-technisch ist das vor Frontiers meiner Meinung nach mitunter das Beste, was wir als Super Sonic-Ende bekommen haben. Ja, würde ich auch argumentieren. Das liegt einfach daran, dass die anderen, das liegt nicht an der Stärke vom Sonic Unleashed-Finalkampf, sondern an der Schwäche der anderen. Ja, von der anderen einfach, ja. Und das ist schon ein Statement, muss man sagen. Leider, wie gesagt, Super Sonic in 3D war immer ein Problem von Sonic Team. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass wir mit Sonic Frontiers da eine Besserung finden, weil die Bosse in Sonic Frontiers sieht man sicher auch verschieden, aber die haben funktioniert. Wenn ich gerade an den zweiten Boss Wyvern denke, der war tipptopp. Das war... man steuert Super Sonic, man muss den Angriffen ausweichen, nicht ausweichen, man muss sie blocken und hatte halt die Freiheit, so Ringe sammeln, etc. Ja. Hat super gut funktioniert. Knight, wir haben sehr ausführlich über Knight gesprochen, den dritten Boss im Spiel. Holy shit, war das geil. Ja, sehr cooler Fight.
Also man hat da jetzt, glaube ich, etwas gefunden, wie Super Sonic in 3D funktionieren kann. Mhm. Es ist halt mehr so auf quasi, es ist sehr restriktiv, das Super Sonic Gameplay. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Weil man ist halt irgendwie... Es ist größtenteils Arena-basiert, bis auf Wi-Fi, ja, wo man halt eine vorgefertigte Strecke entlang fliegt. Also man hat mit Super Sonic jetzt nicht irgendwie Open-World-Freiheiten in der Hinsicht. Und für ein Finale muss man da auf jeden Fall das Game noch ein bisschen upsteppen. Mhm. Ich hasse mich dafür, dass ich das so formuliert habe. Du brauchst nichts sagen. Okay. Aber ja, das hat halt funktioniert und davon gerne eine Weiterentwicklung für die Zukunft. Ja. Aber Unleashed war trotzdem meiner Meinung nach echt cool als Finale. Ja. Es auch wenn okay, das Gameplay nicht ganz gezündet hat. Ja. Für alle drei Parts nicht, aber es war trotzdem eines meiner Lieblingsfinalmomente von einem Sonic-Spiel überhaupt bis jetzt. Mhm. Weil einfach die Inszenierung war top und das Gameplay war, abgesehen vom Gaia Colossus, nicht grauenhaft genug, dass es meine Wertung jetzt groß ins Negative befördert hätte. Ja, der Gaia Colossus war halt echt scheiße. Der war halt leider richtig scheiße. Und ja, dann haben wir noch eine kleine, ja, ich will jetzt nicht sagen herzzerreißend, aber ein schönes Farewell von Chip an Sonic, mhm, bevor er ihn dann in den Orbit befördert und wirft. Ja, und ihn wieder auf die Erde crashen lässt. Danke. Nur diesmal in regulärer Form, nicht als Warhawk. Aber er hat Chips Ring behalten, den wir übrigens in irgendeinem Spiel haben wir ihn mal wieder gesehen, ich weiß gerade aber nicht in welchem. Echt? Ich glaube. Ich meine, echt? Der wurde irgendwo mal aufgegriffen. Sonic Runners vielleicht? Dass er da irgendwo mal aufgetaucht ist? Nee. Hm. Okay, ja. Ich kann es dir gerade nicht mehr eindeutig sagen, aber irgendwann kam da mal irgendwas auf Twitter. Ja, gut, es ist Twitter, reden wir nicht drüber. Okay, ja. Und ja, das war Sonic Unleashed. Mhm. Sonic Unleashed, ein Spiel, was mir sehr, sehr viel bedeutet. Das ist mein Lieblings-Sonic-Spiel und heißer Contender für mein Lieblingsspiel überhaupt. Mhm. Weil das ist ein Spiel, ich kann immer wieder zu diesem Spiel zurückkommen. Ich habe immer wieder Spaß dran. Und ja, in dem Spiel sitzt für mich einfach sehr, sehr vieles so, wie ich es von Sonic haben möchte. Mhm. In der HD-Version. In der HD-Version, ja. Muss man doch mal auf jeden Fall so unterstreichen, weil die Wii-Version, PlayStation 2-Version, da schneiden sich die Geister von uns, glaube ich, ein bisschen. Die Geister schneiden sich nicht. Ich glaube, wir sind uns sehr einig, okay, dass sie halt ziemlich kacke sind. So. Ja, wir sind uns einig, dass sie ziemlich nicht gut ist im Vergleich. Aber nee, Sonic Unleashed ist auch für mich ein Spiel, was einfach einen sehr starken Platz in meinem Herzen hat. Es war so ein bisschen mein persönlicher Start in die Sonic-Franchise. So ein richtiger Start, könnte man sagen, wo ich jetzt wirklich angefangen habe, die Spiele ein bisschen aktiv zu verfolgen. Und es hat einfach einen sehr kräftigen Ersteindruck hinterlassen. Und ja, es ist sicher bei mir auch Nostalgie dabei, das will ich nicht abstreiten, dass ich jetzt gewisse Punkte so ein bisschen gnädiger sehe, wie es gewisse andere Fans machen. Will ich nicht abstreiten, dass da wahrscheinlich auch ein bisschen Nostalgie, ein bisschen persönliche Präferenz mit einfließt. Mhm. Aber es ist ein sehr starkes Spiel. Es ist ein Spiel, wo meiner Meinung nach sehr viel Herzblut in sehr vielen Aspekten drinsteckt. Reden wir jetzt über die Grafik, über die, keine Ahnung, über die Story, über die Musik, über das Gameplay selbst, das einfach eine komplette Neuentwicklung war nach Sonic 06. Sie haben sich einfach sehr viele Gedanken zu diesem Spiel gemacht und natürlich, nicht alle Gedanken haben letztendlich gelandet, nicht alles ist gut umgesetzt worden, aber es steckt einfach extrem viel Mühe, extrem viel Liebe in diesem Spiel seitens der Entwickler, wie ich finde. Und dementsprechend werte ich das einfach auch so, dass mir dieses Spiel einfach sehr, sehr stark zusagt, weil ich da einfach, für mich war dieses Spiel das letzte richtig große Sonic-Spiel, nachdem wir dann die nächsten paar Spiele erhalten haben, wo man einfach gemerkt hat, dass das Budget enger geworden ist, dass die Ambitionen irgendwie nicht so stark waren, dass die Reihe einfach ins Generische so ein bisschen abgedriftet ist und irgendwie nicht mehr versucht worden ist, an diese Höhen nochmal heranzukommen, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, Sonic Unleashed ist ziemlich sicher, hat einen relativ festen Platz in meinen persönlichen Top 3 und ich glaube, daran wird auch nicht mehr allzu viel rütteln. Aber mal schauen, wie der Sonic Frontiers Nachfolger dann ausschaut. Ob sie da vielleicht ein paar gute Lehren daraus gezogen haben. Da bin ich auch drauf gespannt. Mhm. Also, ja, wir hatten einleitend für die Diskussion ja von Justin Tormann, glaube ich, war es. Ja, glaube ich. Ein Kommentar, dass wenn ja in 10 Jahren Frontiers immer noch der Standard ist, so wie es Unleashed jetzt gewesen ist, dann haben die als Entwickler was falsch gemacht. Auch nach der Diskussion
sehe ich das als stimmend an. Aber für mich ist Unleashed immer noch so der Maßstab. Weil Sonic Unleashed war das erste Boost-Spiel und da hat das Boost-Gameplay in Kombination mit dem Level-Design für mich halt am besten gesessen. Man hat sich nicht übermäßig auf 2D verlassen, so wie in Colors. Das Level-Design war ein bisschen... Ja, man hat einfach mehr Level-Design. Dadurch, dass die Levels auch länger waren als beispielsweise in Generations. Planet Wisp mal ausgeklammert. Also Planet Wisp kommt sehr an das ran, was Sonic Unleashed eigentlich durchgehend gemacht hat. Ja. Würde ich behaupten. Mhm. Und ja, allein von der Gameplay-Vielfalt, die Sonic Unleashed im Boost hatte, da ist man ja dann sowieso weggegangen. So seit Sonic Forces haben wir keinen Drift mehr. Ja, das Gameplay ist irgendwie mit jedem neuen Spiel so ein bisschen restriktiver geworden, ja, anstatt dass es sich weiterentwickelt hat. Ja, so Sonic Forces, da kriegt man, also außer dass der Boost-Knopf noch derselbe ist, erkenne ich nichts mehr von dem Boost-Gameplay, was Unleashed gemacht hat, wieder. Ja, ja. Und es ist im Grunde nur das Kostüm, aber nichts. Ja. Nichts an den Feinheiten, die jetzt bei Sonic Unleashed wirklich existiert haben im Boost-Gameplay, sind in Sonic Forces irgendwie weitergeführt worden oder im Grunde verwendet worden überhaupt. Und jetzt in Sonic Frontiers hat man sich gedacht, wir revampen diese Formel einfach mal von Grund auf, wir behalten den Boost, aber bauen anderes Gameplay drumherum. Und wir haben ja schon in der Sonic Frontiers-Diskussion darüber gesprochen, sowas wünsche ich mir wieder. Und ich glaube, dass wenn man beim Boost bleiben möchte, das eben eine gute Basis ist, um wieder etwas zu schaffen, was Sonic Unleashed hinbekommen hat. Nämlich ein wirklich gutes Boost-Sonic-Spiel. Was auch Generations geschafft hat. Das sind jetzt halt persönliche Ansicht, fand ich Generations halt wesentlich schlechter, als Unleashed es war. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist nicht abzustreiten, dass Sonic Generations, was den Boost angeht, sehr, sehr vieles richtig gemacht hat. Nach dem, was Sonic Colors da getan hat. Ja, wäre vielleicht eh mal nicht eine schlechte Idee, auch eine Sonic Generations-Diskussion mal zu machen. Aber vielleicht, nachdem wir es mal im Stream durchgespielt haben. Ja, dauert ja nur 2 Stunden. Eben, das haben wir gleich mal durch. Ich meine, das ist halt auch ein Pluspunkt für Unleashed. Unleashed war das, Frontiers ausgeklammert, das letzte Sonic-Spiel, an dem man mal mehr als so 3-4 Stunden tatsächlich gezockt hat. Ja, yep, klar, aber das war halt aufgrund des Warehawks größtenteils. Wenn jetzt nur die Dark Zone Clamp drin gewesen, dann hätte es wahrscheinlich eh nicht lange Generations gedauert. Nein, länger. Also guck dir mal diese ganzen Bonus-Level noch an, die wir haben. Wahrscheinlich ein bisschen länger, das stimmt, ja. Also auch ohne Warehawk sehe ich da eine Spielzeit von 5 Stunden circa. Ja, könnte gerade wenn man da noch ein paar Collectibles sammelt und sowas. Die Hardware zu teilen zusammen, ja, kann es gut sein, ja. Also 5 bis 10 Stunden wären dann wahrscheinlich auch dann drin gewesen, ja. Und ja, Sonic Unleashed ist ein großartiges Spiel. Damit beenden wir jetzt diese Diskussion. Yep. Falls ihr andere Meinungen habt, akzeptieren wir diese auch. Vielleicht. Möglicherweise. Mal schauen. Nein, natürlich, andere Meinungen seien akzeptiert. Und wir laden ja den Terminus nicht umsonst hier auch in den Podcast ein, weil Terminus hat eine ganz andere Meinung zu dem Spiel als wir beide. Genau. Und einfach um da auch ein bisschen Kontrast zu schaffen. Das wird eine sehr interessante Diskussion, wollte ich sagen. Ja, auf die freue ich mich schon. Ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf freue. Doch. Das wird wahrscheinlich ein Zerreißen meines Lieblingsspiels. Und ich weiß nicht, das mag ich normalerweise nicht so. Ach, das ist okay. Das kann nicht jeder so mögen. Als Sonic-Fan muss man es einfach gewohnt sein, dass man Sachen mag, die andere jetzt nicht mögen. Und sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen darf, weil, wie gesagt, die eigenen Geschmäcker sind das, was zählt. Ich meine, wir haben ja doch auch einige andere Meinungen über diverse Spiele als andere Menschen. Eben, ja. Das sehe ich auch voll und ganz so, dass ich mit Sonic Unleashed in meiner Top 3 wahrscheinlich sehr stark allein stehe, was jetzt die restliche Sonic Fanbase angeht. Ja, muss in die Top 1 und dann ist es wieder besser. Dann geht's wieder, ja. Ah ja, das war's mit der Folge für diese Woche. Am Donnerstag werden wir sehr wahrscheinlich keinen Stream machen. Wir kündigen das aber nochmal an, ob es nun stattfinden wird oder nicht. Joint dafür gerne unserem Discord-Server. Link dazu findet ihr überall unten in der Beschreibung. Es bleibt aber dann, in der Woche danach sind wir wieder da und es bleibt beim Donnerstagstermin. Okay, wir haben da etwas gemeinschaftlich entschieden. Bist du jetzt so überrascht? Wir haben schon lange drüber gesprochen, David. Ja, aber warst du dir ja schon 100% sicher, dass das... Ja, letzten Donnerstag im Stream war ich mir da schon 100% sicher und habe das schon angekündigt. Dann passt ja.
Also auf dem Discord-Server erfahrt ihr auf jeden Fall, ob wir dann diesen Donnerstag streamen werden oder nicht. Ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Und ansonsten haben wir auch noch Twitter und Instagram natürlich, wo ihr uns folgen könnt. Und ihr könnt uns natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr möchtet, folgen und bewerten. Bewertungen sind immer ganz, ganz toll für uns. Und an dieser Stelle auch mal danke. Wir haben es nämlich geschafft. Wir haben jetzt 300 Follower auf Spotify. Ui, vielen, vielen Dank. Schön. Dankeschön dafür. Und das können gerne noch ein paar mehr werden. Mhm. Immer gerne. Ich finde es schon faszinierend, dass 300 uns wirklich zuhören, wenn wir über Sonic Blödsinn reden. Ja, wir sind famous oder so. Ja, eindeutig. Nein, also wir freuen uns über jeden, der diesen Podcast gerne mithören möchte. Und falls ihr euch gefällt, einfach folgen, einfach bewerten. Und wir hören uns dann kommende Woche Montag allerspätestens wieder zu einer neuen Folge mit, ja, vielleicht einer neuen Diskussion. Ich weiß es nicht, vielleicht machen wir auch mal eine Woche Pause. Ja, genau. Wir haben jetzt irgendwie regelmäßig oder regulär 2 Stunden Folgen gehabt. Vielleicht treten wir da mal ein bisschen kürzer in den nächsten Jahren. Ja. Und ja, die nächste Diskussion kommt bestimmt. Wir haben ein paar Comics offen. Ich lese Freitag auch wieder weiter Comics, weil ich wieder im Krankenhaus bin. Ui, würde ich mich freuen, ja. Können wir gern machen. Ich glaube, ich bin jetzt als nächstes bei Bad Guys, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, sehr coole Miniserie. Dann natürlich Imposter Syndrome und dann Scrapnik Island. Mhm. Das heißt, ich habe das vor dir durch, David. Ja, tatsächlich. Also langsam, nimm dich in Acht. Ich hole auf. Ja, das Ding ist nur, Scrapnik Island werde ich mir wahrscheinlich jetzt einzeln holen, zumindest per App, weil ich habe so viele gute Sachen davon von Fans gelesen. Und ich habe auch mehrere Freunde, die es schon aktiv empfehlen, dass ich mir das unbedingt durchlesen soll. Vielleicht bin ich schwach und ich hole mir die Einzelausgaben und das Paperback dann später. Ja, aber ich hole auch generell auf bei der normalen Hauptreihe. Da bin ich ja jetzt auch schon fast bei Nummer 50. Ja, da hast du einiges vor dir. Also als nächstes, ich lese jetzt Trials by Fire, das geht bis 49. Genau, ja. Und ich hole aber auf. Nicht vergessen, Imposter Syndrome unbedingt lesen vor Ausgabe Nummer 50. Ja, deswegen lese ich ja jetzt auch erstmal die Nebenreihen. Genau, ja. Das ist ganz wichtig, damit Ausgabe 50 dann so einschlägt, wie sie einschlagen soll. Aber ja, das ist eine Story für einen anderen Tag. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt alle schön gesund, passt auf euch auf, trinkt genug und spielt draußen im Regen. Falls ihr Schnee habt, spielt im Schnee. Falls nicht, denkt euch was anderes aus. Es gibt Videospiele. I don't know. Ja. Ideal für diese Jahreszeit. Und ja, wir verabschieden uns jetzt natürlich mit dem Song von unserem Hörer und Community-Mitglied Sebo Labs und der Band Das Güldene Loch. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Habt eine schöne Woche. Man hört sich. Denn wir den schnellsten Igel auf dieser Welt, der einfach allen hilft und danach macht, was ihm gefällt. Oh ja. Sonic kann Spiele, Filme, Serien und noch mehr. Sich das alles zu merken, fällt mir schwer. Doch zum Glück hab ich Ruki und den Dev dabei. Die sind ein wahres Enzyklopädia, die zwei.